Machen wir die auf. Genau, wir machen jetzt weiter. Ich möchte gleich das Inhaltsverzeichnis zeigen, damit wir, genau, damit wir, so, Bildschirm freigeben und so. Dann haben wir eben letztes Mal, kann man sehen jetzt das Bild vom, noch nicht, warte mir noch ein bisschen. Jetzt, okay, das Inhaltsverzeichnis vom Buch. Haben wir in der ersten Sitzung allgemein gesprochen über dieses Thema der eine Welt in der Agenda 2030. Dann habe ich gesagt, wo ist diese eine Welt? Dann haben wir erlebt jetzt mit dem Virus, diese eine Welt ist zusammengebrochen und jeder für sich. Da war der beste Beweis, dass es keine eine Welt gibt. Es gibt viele Welten, viele Nationen, jede für sich. Wenn es schwierig wird, sobald eine schwierige Situation, dann geht es alles zerbrochen, alles zerbricht alles, auch sogar in Europa. In Europa jetzt wird langsam die Grenze wieder aufmachen, aber wir haben das beste Beweis, dass es keine eine Welt gibt, sowohl in Europa als auch in weltweit. Obwohl in Europa, ich bin sicher, dass dann wieder alles besser laufen wird. Also es wird jetzt aus dieser schweren Situation werden wir rauskommen in Europa. Aber weltweit, ganz im Gegenteil, jetzt die Auseinandersetzung zum Beispiel zwischen USA und China nimmt zu. Das haben wir bemerkt in den Nachrichten und das könnte nicht anders sein, weil natürlich irgendwann wird man auch sich die Frage intensiv mit der Frage beschäftigen, wie könnte sowas passieren. Aber das ist eben nicht, das Thema ist eben unser Seminar ist diese Agenda 2030, also die philosophische Begründung, die dahinter stehen könnte, also das heißt eben, wie wir wirklich diese eine Welt philosophisch begründen können, ob wir es begründen können. Diese eine Welt. Und dann würden wir eben, wenn es uns gelingen würde, hätten wir praktisch eine Begründung, eine philosophische Begründung, also eine Theorie, dass es doch sinnvoll ist, dass die Menschen sich so organisieren, dass sie wirklich eine Welt sind. Ansonsten die ganzen Ziele der Agenda 2030, also Nachhaltigkeit und Bekämpfung der Armut und so weiter, nicht zu erzielen sind, nicht durch das Gesetz, nicht erreicht werden können. Also daneben mit dieser Philosophie beschäftigen uns und habe ich, wie gesagt, dieses Buch geschrieben, wo ich versucht habe, eben aufgrund der klassischen Philosophie, die Hauptbegriffe, was wir zusammenzufassen, was wir heute als eine begründete philosophische Theorie halten können, also was wir heute als Ergebnis der Geschichte der Philosophie halten können. So haben wir letztes Mal erstmal über den Begriff der Philosophie uns unterhalten, also das heißt die Philosophie als Wissenschaft der Weisheit, haben wir gesagt, die Philosophie ist natürlich eine Wissenschaft, aber es ist keine Wissenschaft, das praktisch nur das Wissen bestrebt, so wie jede andere Wissenschaft, sondern es ist eine Wissenschaft, das etwas Praktisches bestrebt. Also das heißt die Weisheit. Was bedeutet sich so zu benehmen und zu verhalten, dass man sagt, es ist ein weises Verhalten. Also dass man versucht eben Glück für alle zu erreichen, nicht nur für sich selbst, sondern dass alle Menschen gut leben können und dass man die richtigen Entscheidungen trifft und dass man also genau politisch gesehen ist Weisheit ganz wichtig, nicht Macht. Anstatt sagt, ich möchte nur so Amerikas Best oder Italiener sagen inzwischen auch zuerst Italiener gegenüber den armen Migranten. Nicht diese dumme Sprüche, dass man sagt zuerst unserem Volk, sondern dass man versucht für die Menschheit. Das wäre Weisheit für die Menschheit. Diese Mitmenschen, dieses Gefühl für die Mitmenschen. Also, das wird sowohl im kleinen Bereich, in der Familie, unter der Freunde, erfahren wir. Mit Freunden kann man nicht sich egoistisch benehmen. Dann irgendwann sagt die Freunde, sagt, oh, aber das geht nicht. Du möchtest nur für dich immer denken und das geht nicht. Also das muss man
eben sich solidarisch benehmen und verhalten. Das gilt für die Familie, das gilt für die kleine Gruppe, das gilt für ein Seminar und das gilt natürlich umso mehr für einen Staat und dann für die Weltgemeinschaft. Für Solidarität, solidarisch, das ist die Weisheit. Das bedeutet nicht, dass der einzelne Mensch auf eigenes Glück verzichten muss. Das nicht, weil eben jeder Mensch hat dieses Recht, glücklich zu leben. Aber genau, jeder Mensch. Also deswegen so dieses Benehmen, dieses Verhalten so abzielen, dass man versucht, immer im Blick zu behalten, dass Glück ist ein Recht von allen Menschen. Also, und deswegen, das ist die Weisheit. Und wir haben, also das, wenn wir sagen, das ist natürlich, man braucht Wissen, auch was ich alles bis jetzt gesagt habe, das sind Sätze, die den Anspruch geben, Wissen zu sein. Man kann natürlich darüber reden und diskutieren mit anderen Sätzen von anderen Menschen, die ausgesprochen werden. Das ist aber auch wiederum auch Wissen. Deswegen ist Wissen, kommen wir nicht aus dem Wissen raus. Das werden wir heute genau darüber reden. Es ist also im Sinne die Philosophie Wissenschaft. Aber Ziel ist nicht Wissen für sich selbst, nicht reine Theorie, sondern es ist praktisches Wissen, Philosophie. Ja? Es wird heute zum Beispiel auch Philosophie betrieben als Lebensberatung. Es gibt Philosophen, die haben eine Praxis eröffnet, also wo sie wie Psychologen, wo Menschen gehen, die eine Beratung brauchen. Aber das sind keine Menschen, die eine psychische Störung haben. Das sind Menschen, die einfach vielleicht in ihrem Leben in einer schwierigen Situation sind, in einer Krise und sich eine Lebensberatung wünschen, einen Sinn, nach einem Sinn, auf der Suche nach einem Sinn. Das ist auch ein wichtiger Begriff, die Philosophie. Weil dieser Gedanke vom Glück ist mit dem Gedanken vom Sinn sehr verbunden. Glück für den erwachsenen Mensch ist eben die Suche und nach einem Sinn und die Verwirklichung von diesem Sinn. Wie zum Beispiel ein Bachelorstudium. Es ist ein Sinn. Man gibt es einen Sinn und man ist glücklich, wenn man diesen Sinn erreicht hat. Das ist eben, deswegen auch der Begriff vom Sinn ist ganz, ganz wichtig Begrifflichkeit der Philosophie als Wissenschaft der Weisheit. So, das ist, haben wir etwas gesagt über den Begriff von Philosophie. Und wie gesagt, wörtlich ist diese Liebe, Philos, Freundschaft oder Liebe zu Sophie, zu Weisheit. Und also diese Liebe, das ist schön, weil enthält das Wort Philophilia auf Griechisch eben Freundschaft oder Liebe, ist etwas Gefühl. Die Philosophie ist also nicht nur reine Vernunft sagen oder verstanden sagen. Es ist auch kein Gefühl dabei. Man fühlt das. Der Philosoph ist jemand, der rechte Philosoph, ist nicht eine Denkmaschine, ist eben ein Mensch, der das in sich fühlt. Diese Schmerz, diese Zerbrechlichkeit des Lebens, dieses Leid, das zu leben. Und versucht eben, manchmal diese Sinnlosigkeit des Lebens und arbeitet eben dem Leben einen Sinn zu geben. Weil ein Sinn ist etwas, wonach wir suchen, aber auch was wir geben müssen. Geben, also es ist nicht, wir finden das nicht. Wir gehen nicht auf der Straße und finden wir einen Sinn. Oder in einem Buch, dann können wir ein Rat finden, in einem Buch eine Idee, aber den Sinn müssen wir unserem Leben geben. Und das ist für jeden Menschen natürlich anders. Aber es gibt, wir werden sehen, es gibt auch Werte, Sinne, die zum Wesen des Menschen gehören. Wie zum Beispiel eine Familie, eine Arbeit oder selbst die politische Tätigkeit. Das ist etwas, das zum Wesen des Menschen gehört. Also was für alle Menschen, verschiedene Weise natürlich, aber für alle Menschen. So, das ist eben die erstmal diese Lektion 1, dass man erstmal hereingekommen ist in diese Begriff der Philosophie, damit man weiß, eben, womit man sich befasst. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir denken, die Agenda 2030 versuchen, die Großmächte versuchen also eine Weisheit für die ganze Welt zu machen. Das versuchen sie. Deswegen die Agenda 2030 hat eine Philosophie als Grundlage. Weil es der Versuch, die Agenda 2030, wie jede andere Agenda, wie jede andere Plan, gemeinsame Plan von den Nationen, das ist ja auch die UNO, liegt
Weisheit, obwohl jetzt Juno ist nicht, muss natürlich weiterentwickeln, aber der Gedanke ist, dass man nicht mehr Krieg macht zwischen den Weltmächten, sondern versucht eben mit Weisheit die Probleme zu lösen. Und das ist ganz, deswegen dieser Begriff von Weisheit ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Grundlage von Leben. Und dann haben wir gesagt, eben, dass diese Aufgabe der Philosophie, dieses wissenschaftlicher Seite, es gibt auch andere Bereiche des Lebens, andere Tätigkeiten der Menschen, die sich irgendwie damit befassen. Das ist zum Beispiel zu meinen die Religion. Die Religion will auch versuchen, so einen Wert, einen Sinn zu geben. In diesem Sinn ist auch die Religion. Die Religion ein Weg zur Weisheit. Die Religionen alle natürlich. Und deswegen, wir finden in jedem Volk eine Religion. Selbst der Atheismus, der natürlich kein Glaube ist, ist aber eine Religion. Ist eine Weltanschauung in diesem Sinn. Ist eine, auch der Atheist hat natürlich sie einen Sinn im Leben. In diesem Sinn hat er auch seine Religion. Etwas, woran er glaubt, einen Sinn. Mit der Vernunft glaubt er, mit dem Verstand. Natürlich ist es nicht ein Dogma, es ist kein Dogma. Aber trotzdem ist es eine Religion. Wir haben gesagt, es gibt einen allgemeinen Begriff von Religion, wo jede Einstellung, jede Weltauffassung, jede Weltanschauung ist eine Religion. Im weitesten Sinn, im weitem Sinn, im allgemeinen Sinn. Es gibt beide einen Sinn, eine Bedeutung des Wortes Religion in engeren Sinne als Glaube. Das sind eben, was wir normalerweise als Religion machen. Christentum, Judentum, Islam und so weiter. Das ist natürlich dann das Glaube. Wir können es unterscheiden. Glaube sind eben diese verschiedenen Konfessionen oder verschiedene Religionen. Und die Religion im Allgemeinen, wir können sagen, ist vielleicht eine Einstellung der Menschen. Ist dieser Sinn, diese Suche, dieses Bedürfnis, eine Erklärung für die Welt. In der Tat ist die Religion auch Wissen. Natürlich ist keine Wissenschaft die Religion. Aber die Theologie, also die Wissenschaft der Religion, ist Wissen. Auch wenn wir sagen, Gott hat die Welt geschaffen, das ist Wissen. Ist natürlich kein objektives, bewiesenes Wissen, aber es ist ein Wissen für Menschen, die daran glauben. Millionen Menschen, Millionen. Ist natürlich, haben wir gesagt, ist ein Dogma. Die Religion gründet sich auf ein Dogma. Dann können wir Religion wissenschaftlich, also Glaube, um es besser auszudrücken, können wir die verschiedenen Glaubensformen nicht akzeptieren als begründetes Wissen, obwohl sie den Anspruch haben, Wissen zu sein. Für die Gläubigen sind sie Wissen. Und wir können das aber wissenschaftlich streng nicht akzeptieren, weil sie gründet sich auf ein Dogma. Dieses Dogma ist eine Offenbarung, ist eine Schrift oder irgendetwas, wo man sagt, das ist das Wort Gottes. Das kommt von der obersten Autorität über die Menschen. Und die Menschen können nur glauben, aber nicht darüber beurteilen. Und das ist natürlich, kann man nicht annehmen, in dem philosophischen Bereich, obwohl die Philosophen viele sich anstrengen, das zu akzeptieren, was in der Religion wichtig ist. Zum Beispiel, die Religion gibt es viele Millionen von Menschen einen Sinn im Leben. Das darf man nicht vergessen. Und das ist wichtig, weil diese Menschen wahrscheinlich keine andere Weg haben. Also die studieren nicht, die gehen nicht zur Schule und so weiter, können vielleicht viele kaum lesen. Und deswegen haben sie keine Möglichkeit, anders zu einer Wissenschaft der Weisheit zu kommen. Aber Weisheit brauchen sie, einen Sinn im Leben brauchen sie. Und dann eben die Religion ist da. Deswegen, also die Glauben von, die verschiedenen Glauben. Also das haben wir gesehen, wie eng Religion und Philosophie verbunden sind. Obwohl natürlich, es gibt auch Unterschiede. Und die Wissenschaft, was wir normalerweise als Wissenschaft bezeichnen, die Wissenschaften, die haben natürlich weniger den Anspruch, einen Sinn zu geben den Menschen, weil die meisten Wissenschaften oder alle Wissenschaften, würde ich sagen, die beschäftigen sich nicht mit einem Sinn. Auch die Psychologie eigentlich. Die Psychologie versucht eben, Menschen zu helfen, die in einer schweren Situation sind, die kommen nicht weiter in ihrem Leben. Natürlich, man kann in diesem Sinn auch keinen Sinn geben, der Psychologe, aber im Moment, wo der Psychologe einen Sinn gibt,
wird er zu einem Philosophen. Also da ist sehr, sehr schmal die Grenze zwischen Philosophie und Psychologie. In dem Moment, wo der Psychologe nicht nur untersucht, sagen wir so, Patienten und sozusagen Patienten, den Menschen, der braucht diese psychologische Beratung, nicht nur Fragen stellt über sein Leben, seine Jugend, diese Analyse oder so, sondern dann versucht auch ihm menschlich einen Rat zu geben. In dem Moment wird er zu einem Philosophen, weil die Psychologie als solche ist nicht die Wissenschaft. Als Wissenschaft kann ich den Sinn des Lebens, also kann eben ermuntern, vielleicht die Menschen glücklich zu sein, kreativ zu sein. Aber da braucht man eine Philosophie. Wieso soll man überhaupt glücklich sein? Oder wieso soll man überhaupt kreativ sein? Vor allem und so weiter. Das sind alle Fragen der Philosophie eigentlich. Aber wie gesagt, Psychologie und Philosophie, sie sind natürlich sehr eng miteinander verbunden. Aber die anderen Wissenschaften, Biologie, Physik und so weiter, die beschäftigen natürlich nicht mit dem Sinn des Lebens, die beschäftigen sich mit Teilen der Welt. Und deswegen sowohl der materiellen Welt, der natürlichen Welt, als auch der geistigen Welt, die Geschichte zum Beispiel. Man sagt, Historia Magistra Vitae, also dass die Geschichte Lehrerin für das Leben ist, weil wenn man die Geschichte lernt, kann man auch wichtige Lehre für die Zukunft aus der Geschichte lernen. Aber in dem Moment wird die Geschichte wird zur Philosophie. Das ist immer so. Also in dem Moment, wenn man praktisch, man geht zu einer Wissenschaft, aus der man einen Sinn herausholen kann, wie zum Beispiel Geschichte, kann man sehen, Psychologie. In diesem Moment, wo man dann diesen Sinn herausholt aus diesen Wissenschaften und versucht dann prospektisch Richtung Zukunft, so für sich, für das eigene Leben oder für die Gesellschaft einen Sinn zu haben, in dem Moment praktiziert man Philosophie. Wird man zu einem Philosophen, auch der Historiker oder der. Deswegen ist diese Grenze auch mit der Geschichte. In der Tat gibt es zum Beispiel das Fach Philosophie der Geschichte. Was ist Philosophie der Geschichte? Genau, der versucht, einen Sinn in der Geschichte zu finden, einen Grund, also wieso passieren in der Geschichte Ereignisse wie Kriege und so weiter. Welchen Sinn hat das alles? Und da wir in der Geschichte leben, weil wir leben in der Geschichte, und die Zukunft, die vor uns steht, wird einmal irgendwann Geschichte ihrerseits sein, dann eben ist es logisch, dass wir aus der Geschichte prospektisch einen Sinn holen können und dann in diesem Sinn, in dieser Bedeutung ist Philosophie der Geschichte, was wir machen. Aber eben die Wissenschaften sind alle betreffen die Teile des Ganzen, während die Philosophie, hatten wir gesagt am Anfang, dass Hegel schreibt, das Wahre ist das Ganze. Also die Philosophie ist immer dieser Versuch, das Ganze zu verstehen, das Ganze. Alles, was, alles. Und deswegen ist eine Philosophie ist immer unterschiedlich. Ein Unterschied zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften, weil keine Einzelwissenschaft beschäftigt sich mit dem Ganzen. Sonst wäre keine Einzelwissenschaft. Die Philosophie ist wie die Wissenschaft aller Wissenschaften, wir können sagen. Wie die Königin der Wissenschaften, hat man früher gesagt. Weil der Philosoph setzt voraus ein wissenschaftliches Wissen. Natürlich, der Philosoph schafft nicht mehr heute, wie früher war. Früher waren Philosophen wie Aristoteles auch Physiker. Aber wenn man möchte das naturwissenschaftliche Wissen den Griechen erfahren, dann muss man die Bücher von Aristoteles lesen. Der war auch einer der bekanntesten Philosophen gewesen für die griechische Zeit. Aber eben heute ist das nicht mehr möglich. Selbst Hegel, 1800, also 1800 bis 1831 ist er gestorben, hat noch geschafft, in seinem Enzyklopädie, wir haben, glaube ich, das letzte Mal auch das Inhaltsverzeichnis von der Enzyklopädie geguckt, das können wir nochmal heute anschauen, hat noch geschafft, das ganze Wissen, also er hat sogar eine Habilitationsschrift in Astronomie geschrieben, unglaublich, in Astronomie. Heute ist das natürlich nicht mehr möglich, weil das Wissen, das Einzelwissen, der Einzelwissenschaft ist so angewachsen, dass kein Mensch kann mehr das. Aber im Allgemeinen, ja, es gibt populärwissenschaftliche Bücher, die eben erklären, wie die Welt strukturiert und so. Und deswegen auch ein Philosoph kann und muss eben am laufenden Halt sein,
Werke, die aktuelle Bild, das aktuelle Bild der Welt in den Naturwissenschaften ist oder auch in der Geisteswissenschaft. Das ist die Situation. Also, so haben wir gesagt, die Philosophie ist wie eine Art, wie zwischen Religion und Wissenschaft. Hat von der Wissenschaft die Form der Begründung, der Philosoph muss alles begründen. Es gibt kein Dokument der Philosophie, aber wie die Religion zielt die Wissenschaft, die Philosophie auf einen Sinn, auf eine Orientierung im Leben, auf Weisheit. So ist die Philosophie, wenn wir so wollen, so lebe ich die Philosophie, ist eigentlich die richtige Dimension des Wissens, die komplette Dimension des Wissens, weil beinhaltet sowohl das Wissen, die Wissenschaft in engerem Sinne, als auch diese Zukunftsperspektive, einen Sinn für sich allein als Person, als Individuum, wie auch eben für die Menschheit, also als politisch gesehen. So würde ich sagen, die Philosophie ist schon, ja, vielleicht die Vollendung, was alles, was das ganze Wissen abrundet, vollendet. Und dann enthält in sich auch diese religiöse Perspektive von einem Sinn. Jetzt, das war so eine Zusammenfassung, was wir bis jetzt erreicht haben. Und wir bewegen uns heute in diese Problematik, dass dieses Wissen, weil natürlich Kant hat gesagt, Philosophie ist Wissenschaft der Wahrheit. Wissen, die Grundlage ist Wissen. Dieses Wissen der Philosophie ist ein geordnetes System von Begriffen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich komme jetzt wieder zum brauchen wir nicht mehr. Viele von euch haben schon auch diese Inhaltsverzeichnis. Ich glaube, ich habe das geladen unter dem Material und habe dir das Buch. Nehme wieder, genau, Hauptansicht. So, jetzt, wieso hat man also dieses Wissen als geordnetes System vom Begriff? Ich mache im Buch ein Beispiel, das großen Erfolg immer hat unter Studierenden, weil alles ein bisschen anschaulicher macht. Das Beispiel von einer Bibliothek. Nehmen wir an, dass wir zu Hause, bei uns zu Hause, jede von uns hat Bücher, wollen wir jetzt eine richtige Bibliothek aufstellen. Wo wir sagen, ich möchte das ganze Wissen der Menschheit, nicht im Sinne die ganzen Informationen, das wäre natürlich unmöglich und auch weniger sinnvoll. Aber ich möchte einige Bücher bei mir haben zu Hause. Entschuldigung, ich möchte gucken, ob jemand sich gemeldet hat von den Studierenden. Nein, okay, weil habe ich gesagt, wenn jemand Probleme hat, kann sich bei mir per SMS am Anfang. Gut, es hat sich ja keiner gemeldet. Also, dann eben haben wir gesagt, dieses Wissen, man kann sich so eine Bibliothek aufstellen, wo man sagt, ich kaufe ein gutes Handbuch für zum Beispiel Mathematik, das ist die Grundlage für all, ein gutes Handbuch für Physik, für Astronomie, die ganze Universum, für Chemie zuerst, dann für Physik, Entschuldigung, für Astronomie, also Mathematik, Physik, Chemie, Astronomie, das Universum, Galaxien, Sternen, Planeten. Auf den Planeten, wir wissen auf einem Planeten, aber natürlich ist merkwürdig zu denken, dass Millionen von Planeten nur auf Erden das Leben existiert. Also das ist doch nicht möglich. Es wird wohl leben woanders, wir suchen danach, aber wir sind nur am Anfang von unserer Möglichkeit, das Universum zu ergründen. Also ich bin, irgendwann werden die Menschen was finden, irgendwann, also werden die Menschen was finden, wäre schön zu wissen, mehr Kreationen dann. Aber also das ist wirklich unglaublich, nicht zu denken, dass das Leben nur auf Erden. Auf jeden Fall, das, was wir wissen, gibt es das Leben auf Erden, auf Planet Erde, dann eben Biologie, Leben, Pflanzen, also Botanik, dann Zoologie, tierisches Leben, aus dem tierischen Leben steht der Mensch, dann Psychologie, Soziologie, die Gesellschaften entstehen, Soziologie, die Gesellschaften organisieren sich, Politik, müssen arbeiten, Wirtschaft, Wissenschaft natürlich. Und so weiter und so weiter. Also brauchen Sie Gesetze, um das alles zu regeln. Das ist Rechtswissenschaft. So entstehen die verschiedenen Wissenschaften. Und wir kaufen für jeden Wissenschaft ein oder zwei gute Handbücher oder wichtige Werke. Und die stellen wir auf. Und gegen die Wand haben wir, an der Wand haben wir das Wissen der Menschheit.
dass wir untereinander heute diese Bibliothek, eigentlich haben wir schon im Computer, brauchen wir nicht mal, weil wenn wir im Computer, es reicht, dass wir das Wort Mathematik angeben und haben wir so viel im Computer. Aber bildlich ist besser. In der Bibliothek ist auch wichtig, zu Hause zu haben. Weil es ganz anders ist, ein Buch in den Händen zu haben. Das wäre jetzt mein Buch in den Händen zu haben. Kann ich so eine Seite und schnell die andere. Hat man eine ganz andere Handlichkeit, Bewegung mit der Hand, als jetzt nur bei E-Books oder so. Die sind aus andere, haben andere Vorteile. Kann man eine Suche nach Wörtern in E-Book und so weiter. Aber braucht beides. Aber in einer Wohnung muss es sicherlich geben, Bücher auch, weil die Kinder, wenn man dann eine Familie hat, die Kinder gehen da und gucken, oh, da gibt es ein Buch über Physik, lass mich gucken, oder über Geschichte. Und deswegen ist es wichtig, dass man in eine Bibliothek hat, weil es ist auch eine Anregung zum Lesen. Man geht dort und sieht ein schönes Buch. Manchmal die Bücher sind auch sehr schön, ästhetisch, optisch. Eine Anregung, das Buch in den Händen zu nehmen, ist auch das Papier manchmal besonders, aber ein besonderes Papier existiert, Bücher mit dem, das Papier riecht auch, Bücher haben einen besonderen Geruch, die Bücher und so weiter. Es gibt so wirklich eine Wissenschaft über die Bibliophilie und so weiter. Und haben wir also diese schöne Bibliothek und haben wir wirklich viele Bücher. Und die erste Frage wäre, wo sollen wir die Philosophiebücher legen. Weil wir haben gesagt, die tun wir die Bücher nach dem richtigen Entwicklung des Universums, was wir wissen. Mathematik zuerst ist die Grundlage, sonst können wir auch eine Physik machen, dann haben wir die Gesetze, die physikalischen Gesetze, die Chemie, die Substanzen, dann die Substanzen bilden immer größere Seiende, wie zum Beispiel Galaxien, Planeten, Sternen, und eine von diesen steht das Leben, und so haben wir die Bücher, ja, und die Gesellschaft. Und dann die Frage ist, die erste Frage, wo sollen die Philosophiebücher? Weil die Philosophiebücher, haben wir gesagt, ist kein Einzelwissen, das ist alles. Also, wo soll der Platz sein? Wo soll der Platz sein von dem? Wir haben gesagt, dass diese Philosophiebücher eigentlich auf Weisheit auf Zielen, also Zielen auf Weisheit, also auf etwas, was in der Zukunft kommt. Dann könnte jemand sagen, aber es gibt keine Wissenschaft der Zukunft. Ich habe gesagt, habt ihr recht, weil so, aber wir müssen irgendwie eine Idee von der Zukunft haben. Wir können nicht blind, wir Menschen, auch für unser Leben, wir brauchen, haben wir keine Wissenschaft, weil die Zukunft gibt es noch nicht. Deswegen, wir können nicht experimentieren, weil es gibt nichts Greifbares. Aber doch gibt es Überlegungen. Also, und deswegen, die Philosophie als Wissenschaft, die versucht, eine Perspektive zu geben, eine Orientierung, ist wie, fast wie eine, könnten wir sagen, eine Wissenschaft der Zukunft in diesem Sinn. Im Sinne, dass wir versuchen, da eine Grundlinie oder Ideen für die Zukunft zu erarbeiten. Und so, die Philosophiebücher könnten entweder ganz am Anfang sein, wenn man sagt, die Philosophie, alles, oder am Ende. Also nach der Geschichte, nach den Büchern über die Geschichte, Psychologie, Soziologie, Wirtschaft, Wissenschaft, Rechtswissenschaft, Politik. Welche soll die richtige Politik sein oder so? Welche sind die richtigen Werte? Tack. Dann brauchen wir die Philosophie. Spätestens am Ende brauchen wir die Philosophie, wenn wir über die Werte reden. Weil die Werte sind eben diese Orientierung, für die Zukunft. Und deswegen. Jetzt haben wir diese Bücher aufgestellt, haben wir unsere Bibliothek aufgestellt. Wir haben gesagt, ich habe jetzt Zeit, ich arbeite, dann komme ich nach Hause. Ab 17 Uhr bis 20 Uhr oder so habe ich 3 Stunden, 4 Stunden Zeit und möchte jeden Tag ein bisschen lesen. Und so bin ich sicher, dass in meinem Leben ich das ganze Wissen der Menschheit beherrschen kann. Und nicht im Sinne der Informationen, sondern ich wirklich begreife, was die Welt ist. Zumindest nach dem aktuellen Stand natürlich der Wissenschaften. Und das machen wirklich die Philosophen. Das ist nicht etwas, was ich so sage in abstrakt. Das machen die Intellektuelle wirklich. Also jeder Philosoph, aber auch jeder Wissenschaftler. Wenn er nicht nur ein Fachwissenschaftler, sondern es gibt auch
Wissenschaftler, die haben ein philosophisches Interesse am Wissen, nicht nur fachliches Wissen, sondern die wollen auch über das eigene Fach hinausgehen. Man spricht heute viel über Interdisziplinarität. Das ist ganz wichtig, ja, dass ein Mensch nicht nur sein eigenes Fach kennt, also ein Wissenschaftler. Weil das ist zu wenig, weil jedes Fach ist immer ein Teil, ist nie das Ganze. Und deswegen ein Wissenschaftler, noch mehr ein Philosoph, macht das, muss das machen, hat ein eigenes Bibliothek, hat auf jeden Fall diese Idee, dass er sich oder er oder sie sich langsam eineignet, dieses Wissen. Dauert lang. Die ganz wichtigen Philosophen haben ihre Hauptwerke später geschrieben. Nicht so mit 20, 30, also später, 40, 50, 60, 70. Also braucht man Jahre, 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 Jahre. Aber das ist kein Problem, weil es ist gut, weil eben auch weil kommt auch dann Erfahrung. Und das für die Weisheit ist auch Lebenserfahrung wichtig. Nicht nur Wissen, sondern auch Lebenserfahrung. Und deswegen so, nur wenn wir also diese Bibliothek haben, dann entsteht eine Frage. Und das ist die Frage, die wir stellen uns in dieser Lektion 3. Das ist aber in dieser Bibliothek, in diesen Büchern, sind nur Worte, Begriffe. Auch selbst Mathematik sind Worte, Begriffe. Und das ist die Frage Ideen. Oder wie, was alles ich jetzt zur Zeit ausspreche, das sind Worte, die Begriffe, Ideen beinhalten. Bedeutungen. Und entsteht die große Frage. Aber dieses Wissen, was wir dort da gesammelt haben, und die Menschen, ist in der Lage, wirklich die Wirklichkeit, die Realität, die Wirklichkeit zu erkennen? Also ist Wahrheit enthalten in diese Bücher? Sind wir Menschen wahrheitsfähig? Also entspricht dieses Wissen, diese Reihe von Begriffen, entspricht der Wirklichkeit, dieses subjektives Wissen, entspricht dem Objekt, sagen wir so, subjektiv im Sinne, dass nicht das subjektiv ist im Sinne von Meinung, im Sinne, dass von dem Menschen erarbeitet. Dieses menschliche Produkt, das Wissen ist ein menschliches Produkt. Entspricht dieses menschliche Produkt das natürliche Produkt, also die Natur oder die Geschichte, was gewesen ist oder so. Also wie können wir das erfahren oder wie können wir das begründen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Also wenn das nicht so wäre, wäre diese Bibliothek eigentlich dann nicht unser Zugang zur Realität, zur Wirklichkeit. Wäre einfach wie Science Fiction, wie Bücher von Fantascienza auf Italienisch, Fantascienza, also eine Pseudowissenschaft, so eine künstliche Welt, nicht die reelle Welt, die wirkliche Welt, wenn das nicht so wäre. Es soll also ein Unterschied zwischen richtige Wissenschaft und falsche oder Pseudowissenschaft. Es muss doch was werden. Deswegen, das ist der nächste Schritt, den wir in diesem Aufbau des philosophischen Systems formen müssen. Wie können wir begründen, dass die Menschen Wahrheit erlangen können? Das ist die große Frage der Wahrheit. Das ist eine der größten Fragen der Philosophie und vielleicht die größte. Also das einmal, dass wir gesagt haben, den Sinn, die Philosophie soll auf diese Weisheit bezwecken, also zielt Weisheit haben. Okay. Aber diese soll aufgrund vom Wissen, und da sind wir auch kein Verstanden, nicht aufgrund vom Glauben, dann entsteht die Frage, aber können wir wirkliches Wissen, wahres Wissen erreichen? Wenn es keine Fragen gibt, weil das ist eben immer so ein Stolperthema, aber wir werden uns beschäftigen mit dieser Sitzung, dieser Wahrheit. Können wir ein paar Sätze lesen aus dem Buch von Philosophen, die das vielleicht veranschaulichen können. So, ich bitte Kuchen zuerst, ob ich das hier. Genau.
Genau. So, mache ich jetzt Bild hier teilen. So. Wenn, sagt mir, wenn. Kann man sehen? Den Text? Perfekt. Dann haben wir so ein paar Sätze, können wir lesen und darüber sprechen. Und beginnen wir zum Beispiel mit diesem. Wer möchte lesen hier? Der pantheistische Philosoph. Wer möchte ein bisschen lesen? Hallo? Haben wir freiwillig? Johannes, möchtest du vielleicht lesen? Na gut. Okay, danke. Sie sagen einfach Stopp, ne? Ja, der pantheistische Philosoph. Der pantheistische Philosoph Spinoza spricht diesbezüglich von Übereinstimmung zwischen Ordnung der Ideen und Ordnung der Dinge. Lehrsatz 7. Die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und Verknüpfung der Dinge. Genau, in diesem Buch die Ethik nach geometrischer Methode von Spinoza, das ist die deutsche Übersetzung, ist geschrieben worden im 16. Jahrhundert. Jetzt ist die Frage, Spinoza ist ein Philosoph, der hat eben diese pantheistische Gott, das Ganze, die Substanz, die ganze Welt ist eine Substanz, ist eine einzige Substanz, sie ist natürlich, teilt sich dann in verschiedene Seiende, und er sagte praktisch, die Ordnung der Ideen und Verknüpfung, und die Ordnung und Verknüpfung der Ideen, es muss entsprechen diese Ordnung und Verknüpfung der Dinge, sonst kommen wir nicht weiter. Das ist also diese, natürlich nicht alle Philosophen haben diese, es gibt Skeptiker, die meinen, dass der Mensch nicht in der Lage sei, diese die eigenen Ideen so zu verknüpfen, dass diese Verknüpfung entspricht der Verknüpfung der Welt. Wenn wir nehmen ein Buch über Astronomie, wir setzen das voraus, dass was wir dort lesen, nicht eine Idee, subjektive Idee von den Wissenschaftlern ist, sondern entspricht diese Ordnung und Verknüpfung der Dinge, der Planeten, der Galaxien. Lesen wir, was Hegel auch gesagt hat. Möchtest du vielleicht Lotta, Sophie lesen? Ja, kann ich machen. Hegel und so weiter. Hegel, der Gründer des absoluten Idealismus, definiert diesen Gedanken als Übereinstimmung zwischen Wirklichem und Vernünftigem. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Genau. Bei Hegel etwas später. So, das ist jetzt 1820, an uns haben sie diesen Satz geschrieben, aber das ist der Gedanke von Hegel immer Anfang des 18, der, 19. Jahrhunderts, ist eben praktisch das, was Spinoza sagt als Ideen, Ordnung der Ideen, sagt Hegel als vernünftig, Vernunft, was die Vernunft sagt. Natürlich die wissenschaftliche Vernunft. Was Spinoza sagt, die Ordnung der Dinge, sagt Hegel, drückt Hegel als Wirklichkeit aus. Und die Wirklichkeit. Also was vernünftig ist wirklich. Was wirklich ist vernünftig. Dieser Satz ist viel kritisiert worden. Man hat also gesagt, Hegel würde alles rechtfertigen, weil alles, was wirklich ist, also wäre vernünftig, auch das Böse wäre vernünftig, natürlich, das ist nicht, was Hegel meinte. Er meinte nur praktisch, dass wenn die Wissenschaft ein Modell erarbeiten, der schlüssig ist, der alles, das vernünftig ist, dieses Modell entspricht die Struktur der Realität. Das bedeutet nicht der Wirklichkeit. In der Tat unterscheidet, wie auch in der deutschen Sprache, es gibt diesen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität. Ich weiß es nicht, ob es heute noch in der deutschen Sprache
für die Leute, die hier aufwachsen, also für die Leute, die hier von Kind auf aufwachsen, ob das hat noch diese Bedeutung, diese zwei Wörter. Weil ich habe diese zwei Wörter jetzt schon gelernt bei Hegel. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Aber Hegel meint, die Realität ist alles, was passiert. Ist auch Zufall natürlich. Was passiert, ist auch Zufall. Der mag Ursachen haben, aber es ist nicht vernünftig. Nicht alles, was passiert, ist richtig schlüssig, vernünftig, wenn man. Aber dann es gibt eine Struktur der Realität. Und das ist das Wahre, was die Wissenschaftler versuchen zu begreifen. Und das ist die Wirklichkeit. Hegel unterscheidet zwischen der Wirklichkeit, das ist das Notwendige in der Realität. Weil in der Realität gibt es auch etwas, was nicht notwendig ist. Ich möchte jetzt ein Beispiel ganz so simpel. Dass wir essen müssen, scheint mir notwendig, sonst sterben wir. Also wenn wir wollen, weiter ein bisschen. Aber ob wir jetzt Nudeln essen oder Pizza oder Fleisch oder so, das ist sehr Zufall. Lass mich gucken, was ich heute im Kühlschrank habe. Das wäre die Wirklichkeit wäre, was wirklich ist, also was wirklich sein muss. Und Realität wäre, was eben zufällig ist. Und natürlich, aber in der Geschichte, das ist sehr schmal auch hier die Grenze. Weil manchmal gibt es einen Krieg, war notwendig oder hätte man diesen Krieg vermeiden können. Und das ist eine Frage, eine wichtige Frage. Wir haben nicht die Antwort bei Hegel, aber Hegel gibt es Schlüsse. Versuche zu verstehen, was wirklich in der Geschichte notwendig war. Und das ist die Philosophie der Geschichte. Und was in der Geschichte Zufall ist. Das können wir auch genau in unserer heutigen Zeit anwenden. Was ist heute, was muss heute sein in der Politik? Und was ist dagegen Zufall. Wenn zum Beispiel zwei Staatschefs unsympathisch sind, das ist ein Zufall. Das kann sogar ein Krieg entstehen könnte. Aber Wirklichkeit wäre dagegen, dass die Nationen unter anderem, unabhängig von diesem Staatschef, müssen eine gute Beziehung zueinander haben, als Beispiel. Also unabhängig von Staatschef zum Beispiel. Es müssen also höhere Gremien geben. Es kann nicht sein, dass ein Mensch kann über Krieg sowieso entscheiden, sowieso wenn jetzt Krieg sogar ein katastrophaler Krieg sein könnte. Also, aber auch bei Hegel, also das ist wichtig. Natürlich, wie gesagt, ich gehöre zu dieser philosophischen Richtung, und also, wo ich sehe, dass diese Korrespondenz zwischen Wissen und Wirklichkeit gibt. Also sonst, ich werde natürlich begründen, wenn wir heute weitergehen im Unterricht. Aber es gibt auch Philosophen, die eben anders denken. Ich kann zum Beispiel euch einige zeigen, zum Beispiel im Internet. Dann könnt ihr euch darüber, damit man weiß, immer von den Klassikern, gibt es natürlich auch heute, aber es geht immer um die Klassiker. Ich möchte hier zum Beispiel, mag ich gleich Bildschirme teilen, wieder, weil bestimmt Deutsch. Muss sagen, Deutsch. So. Genau. So haben wir. Dann mag ich stoppen, sonst kommt man nicht auf das neue Bild. Genau. Und mal nochmal ein bisschen freigeben. So. Kann man das neue Bild sehen? Das ist Internet. Okay, David Hume ist der große Feind von dieser rationalistischen Vision der Philosophie. David Hume ist ein englischer Philosoph, ein schottischer Philosoph eigentlich, der letzte von einer Reihe von Philosophen wie George Berkeley, John Locke, der Skeptiker war und der hat gesagt, ich sage nur der Hauptgedanke. Natürlich, ich gebe euch immer so, wie gesagt, in Wikipedia hat man immer eine erste Information, die sehr gut ist. Und dann kann man natürlich weiter forschen. Es gibt Videos in YouTube über Hume. Es gibt die Kausalität, ganz wichtig. Man kann, Vater der modernen Philosophie, ich würde es bezweifeln. Ich bezweifle, dass Hume Vater der, ich würde sagen, Kant und Hegel. Aber es gibt, die Welt ist schön, weil es verschiedene Interpretationen und es ist auch
richtig und korrekt, dass ich euch auch andere Interpretationen zeige. Wobei mein Seminar zielt darauf, eine Interpretation zu geben der Philosophie, die ist auf diese ganz großen, die ist die einzige, die uns ermöglicht, einen Begriff von einer Welt zu haben. Und der Hume hat gesagt, der Hauptgedanke, dass dieser Begriff der Ursache, worauf sich die Wissenschaft gründet, weil die Wissenschaft versucht immer nach den Ursachen, also die Gründe, wieso passiert etwas, wieso, warum. Und das, sagt er, ist eine Gewohnheit, ist eine subjektive Gewohnheit. Wir sind gewohnt, dass wir nach einem Ereignis A ein Ereignis B sehen und aus dieser Gewohnheit ist passiert. 10-mal, 100-mal, 1000-mal will sie sagen voraus, dass für die Zukunft weiterhin passieren wird. Er meint, diese Ursache, diese Schlussfolgerung hat eigentlich keine Begründung, weil es ist nur eine subjektive Gewohnheit. Während Hume hat geschrieben am Ende des 18., so in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, gestorben so sieben, so in diese Mitte des 1700, so was sein Buch ist geschrieben, in etwa 1740, so. Sein wichtiges Buch. Und dagegen haben dann die deutschen Philosophen, die ich für überlegen halte oder insgesamt in der Philosophie nachher kommen, wie Kant und Hegel voran, die haben dagegen gezeigt, wie diese Ursache, die Kategorie der Ursache, ist ein ganz wichtiger Begriff, eine Kategorie, die unser Gehirn, unser Geist, fest ist, also das ist die Struktur von unserem Geist. In der Tat, wir fragen immer nach warum, nach Ursache. Wir stellen uns immer die Frage, warum passiert das? Warum? Schon das Kind ist also mehr als eine subjektive Gewohnheit, ist ein Bedürfnis der Menschen, alle Menschen, die Gründe zu verstehen. Und dann hat das Kant gesagt und erklärt, natürlich begründet mit einem ganz wichtiges Buch als Kritik der reinen Vernunft. Das können wir auch hier geben. Immanuel Kant. Es kommt sofort. Immanuel Kant. Hat man jetzt das Bild neu mit Kant oder immer noch Hume? Kant jetzt. Okay. So. Immanuel Kant, Wikipedia. Ganz groß. Kritik der reinen Vernunft. Das ist schon ein Meisterwerk. Also Kritik der reinen Vernunft. Ich gebe euch ein paar Tipps. Wenn ihr wollt, vertiefen. Ich kann da Kritik der reinen Vernunft. Also das heißt, schon in Wikipedia gibt es nur schon also dieses Wort. Dann kann man nach dem Buch von Kant suchen. Er erklärt, wieso wir eine Vernunft haben, wo diese Begriffe sind, die Hauptbegriffe, rein. Also nicht so wie Begriffe wie Flasche. Die haben mit etwas Konkretes zu tun. Begriff von Ursache hat mit nichts kommen. Ich kann nicht über alles anwenden. Daneben habe ich diese Begriffe in uns angeboren. Und dann bilden die Struktur unseres Geistes. Und deswegen. Und Hegel hat dann erklärt, weiter Hegel, dass praktisch ich sage endlich Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Ich versuche das schnell. Ah, okay. Er will alle drei. So. Haben wir auch Hegel, ganz wichtiger Philosoph, nach Kant, 1830 gestorben, und er hat gesagt dazu, dass diese Ursache, dieser Begriff der Ursache nicht nur bei uns ist, sondern in der Natur auch, in den Objekten. Da gibt es auch Ursachen in der Natur. Und so haben Hume widerlegt. Deswegen bin ich, sagen wir so, Kantianer, Hegelianer. Weil ich denke, sie haben bessere Argumentationen gehabt, bessere Argumente, bessere Begründung gehabt als Hume. Weil eben diese Schlussfolgerung von einem Ereignis A, ein Ereignis B, ist keine subjektive Gewohnheit, sondern ist doch ein Wissen, weil wir diese Kategorie haben und diese Kategorie anwenden an verschiedene Wahrnehmungen, die wir haben, Phänomene, Ereignisse, und dann können wir diese Wissenschaft, diese Erklärung geben, und diese Erklärung hat er gesagt, da können wir dieses Wissen, weil auch erreichen, auch wenn es in der Natur Logik gibt. So. Und deswegen wollte ich zeigen, wieso ich dann mehr Hegelianer oder diese
und Kantianer bin als jetzt Skeptiker. Und genau, so haben wir diese zwei Sätze, war so ein Beispiel. Frage ich euch, gibt es Fragen über diese zwei Sätze, die wir gelesen haben? Diese Bezug, es geht um die Beziehung zwischen Wissen, Bibliothek und Wirklichkeit. Hm? Gut, wenn keine Fragen sind, würde ich noch ein bisschen weitergehen und dann können wir eine Pause machen. Okay, ein bisschen noch, 10 Minuten. Hm? Ah, gibt es eine Frage? Johannes, Moment. Johannes, ja. Soll ich aufzeichnen oder machen wir jetzt Aufzeichnungen an alle? Nö, alles okay, alles okay. Kann ich ruhig weiterlaufen. Ja. Ich habe noch eine Frage zu Hegels Wirklichkeitsbegriff. Also Sie hatten ja gesagt, dass sich quasi dieses, was wirklich ist, ist vernünftig, auf die Notwendigkeit bezieht. Also die Notwendigkeit der Wirklichkeit. Also dass ein bestimmter Umstand notwendig ist, also zum Beispiel, dass wir essen. Und das ist dann quasi, also dass wir etwas essen, ist dann die Wirklichkeit und die Realität ist dann quasi, was wir essen. Also ist quasi die, also kann man so sagen, dass die Realität die Manifestation der Wirklichkeit ist, so ungefähr, also wie die Wirklichkeit ausgeführt wird, so ungefähr? Ja, kann man also so. Okay. Natürlich, das war ein sehr einfaches Beispiel. Das war wirklich sehr anschaulich, damit man sofort versteht. Es gibt natürlich ein anderes. Machen wir ein anderes Beispiel. Zum Beispiel die Freiheit. Für die Menschen ist die Freiheit keine Nebensache. Ist doch essentiell, wichtig. Jede Diktatur früher oder später endet, das wissen wir. Auch eine Diktatur, die will was Gutes für die Menschen machen. Aber wenn eine Diktatur sagt den Menschen, du darfst das nicht machen, du darfst nicht sprechen, nicht deine Meinung gossen, du darfst nicht verreizen, dann früher oder später die Menschen reagieren. Das war immer so in der Geschichte. Also die Freiheit. Also zum Beispiel, wir können sagen, dass, um ein wichtiger ist, ein höheres Beispiel zu machen als das Beispiel, was ich gemacht habe, dass die Struktur der Wirklichkeit der Geschichte ist dieses Streben nach Freiheit. Und die Realität ist, wie die Menschen dann wirklich geschafft haben, nicht überall auf der Welt, diese Freiheit zu gestalten. Es gibt Staaten, die freier sind, Staaten, wo die Menschen weniger frei sind. Aber wahrscheinlich, wenn man vergleicht diese Staaten mit ihrer Geschichte, wie vor 1000 Jahren war, hat jede Stadt einen Fortschritt in Richtung Freiheit. Nicht jetzt in kurzer Zeit natürlich. Es kann sein, dass vor 20 Jahren einige Länder waren freier wie heute. Aber in der Lange, wenn wir denken zum Beispiel an Sklaventum, Sklaverei. Das wäre heute etwas unvorstellbar, also für unvorstellbar. Eines klar, Eigentum, dass ein Mensch Eigentum ist von einer anderen Person, von einem anderen Mensch. Dann, vor 2000 Jahren war normal. 2000, auch sogar in Griechenland, wo eine sehr hohe Kultur war. So kann man sagen, dass in der Geschichte dieses Streben nach Freiheit ist die Wirklichkeit, diese Struktur, die notwendig ist. Jede Kultur strebt nach Freiheit, nach Selbstverwirklichung der Menschen. Ich benutze oft dieses Wort. Diese Selbst in uns, der will einen Sinn haben, will sich verwirklichen, will ein eigenes Leben bauen, will eine Familie haben, eine Arbeit haben. Ne? Das ist so, das ist eine Verwirklichung. Und dann eben dieses Streben nach Freiheit ist die Notwendigkeit. Und wie dieses Streben verwirklicht wurde, mit Revolutionen, mit Kriegen, muss man sagen, Revolutionen, Krieg, das Negative für Regeln. Das heißt, das Negative gehört zur Wirklichkeit, aber ist positiv. Das mache ich im anderen Seminar im Mittwoch, lesen wir die Wissenschaft der Logik von Regeln. Wenn jemand von euch teilnehmen will, ist ein Master, aber natürlich kann man kommen, es gibt Platz. Das ist ganz wichtig, weil es das Negative, also was eine Revolution ist, eine Protest ist etwas Kritisches gegen das, was existiert, gegen das Positive. Aber diese Negative ist für Regel positiv. Das heißt,
Das Negative bedeutet, dass die Menschen, wenn sie nicht glücklich sind, wollen was Höheres erreichen. Und deswegen sie auch leider kriegen. Manchmal in der Geschichte sind Kriege wichtig, durch die Kriege sind frühere Zivilisationsstufen überwunden worden. Natürlich, heute ist anders. Heute ist anders. Ein Krieg heute ist eine andere Bedeutung. Aber Hegel versucht so die Geschichte zu erklären, dass in der Geschichte gibt es dieses notwendige Streben nach Freiheit, wir können auch sagen nach Gerechtigkeit, nach Menschenrechte, wir würden heute sagen, die Menschenrechte, das ist etwas, was nie aufhören wird. Die Menschen werden immer dafür kämpfen. Umwelt, könnte heute dazu sagen, die werden immer streben nach einer sauberen Umwelt. Immer. Die werden das nie akzeptieren. Eine Umwelt, wo sie nicht atmen können, nicht trinken, Wasser trinken und so weiter und so fort. Und das ist die Notwendigkeit. Und natürlich, die Realität ist, was die Menschen schaffen, davon zu verwirklichen, weil es gibt natürlich Gegenkräfte. Nicht alle Menschen haben diese Notwendigkeit verstanden. Nicht alle Menschen haben das, sind wir davon bewusst. Ganz wichtiger Begriff vom Bewusstsein. Nicht alle, wieso ist, das ist wichtig, die Philosophie. Weil die Philosophie hat die Aufgabe, die Menschen davon bewusst zu machen, was wirklich wichtig ist. Was wichtig ist. Zum Beispiel würde man heute sagen, ich würde heute sagen, was wirklich wichtig ist, ist, dass die Menschen sich weltweit einigen, in irgendeiner Form, egal welche, damit zum Beispiel keine Pandemie mehr entstehen. Das wäre zum Beispiel die Wirklichkeit, weil wirklich wichtig ist, notwendig ist. Die Realität ist, ob wir es schaffen, aber nicht die streiten und es gibt keinen Weg zu einem. Und das wäre angewendet auf unsere heutige Situation. Keine von uns will eine weitere Pandemie oder dass diese ewig dauert oder dass es jedem Winter wieder ausbricht oder dass es neue Viren kommen. Und das können wir nur vermeiden, wenn wir die Menschen einheitlich handeln. Es geht nicht anders. Wir müssen jede Ecke der Erde unter Kontrolle haben, wissenschaftlich meine ich, nicht politisch, militärisch, wissenschaftlich. Und deswegen, und das ist eben die Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit, diese ideelle, vernünftige Struktur. Und was wir davon schaffen, wirklich zu verwirklichen, ist schon die Sprache, die deutsche Sprache gefällt mir, weil Hegel hat auch gesagt, das ist besonders geeignet, auch die griechische Sprache, zum Teil die italienische, aus der Lateinischen kommt. Diese Sprachen haben in sich etwas Philosophisches, weil die sind entstanden aus diesen Völkern, die Griechen, die Römer, die Deutschen, diese Völker, die wirklich diese tiefe Metaphysik, diese tiefe Philosophie gefühlt haben und betrieben haben. Also da sind nicht viele Völker, die das gemacht haben, aber einige haben das gemacht. Und die ganze Linie von Griechenland über Italien bis Deutschland, das ist eine metaphysische Linie, können wir sagen. Also vor allem, das ist eine metaphysische, so dass die Leute, es gab jede Menge Philosophen und Menschen, Intellektuelle, die wollten diese Grundstruktur des Lebens verstehen. Ja, und deswegen diese Grundstruktur, das ist eben diese vernünftige Struktur des Lebens. Das ist die Wirklichkeit. Und die Realität, wie du gesagt hast, ist richtig, was die Menschen schaffen, davon zu verwirklichen. Wieso? Weil leider nicht alle Menschen Philosophen sind. Es gibt einige Philosophen, die begreifen die Wirklichkeit. Wir müssen kämpfen gegen die anderen. Das ist, wenn ihr liest, die Vorsokratiker, die ersten Philosophen, das ist dieser Diskurs, ist bei allen. Es gibt einmal, damals waren natürlich ganz wenige Leute, waren aufgeklärt. Die meisten konnten nicht schreiben und nicht lesen, ist klar. Und deswegen ganz wenige Leute, die Hellköpfe waren, wie heute die Wissenschaften sind, ganz wenige, und die haben geschifft über die anderen. Die haben gesagt, die anderen schlafen oder die träumen. Also es ist in der Tat, es gibt wenige Menschen, die bewusst sind, weil die heutzutage, weil die erforschen, weil die lesen, weil die richtig sich mit diesen. Und die meisten Menschen, auch die Politiker, das Drama ist das, dass die Politiker keine studierten Menschen, keine Philosophen sind. Die begreifen das nicht. Das ist das Drama. Und die Wirtschaft sowieso, die Unternehmen. Also das ist das Drama.
Und die wenigen Menschen, die dieses Selbstbewusstsein haben, müssen die anderen überzeugen. Sokrates damals wurde zum Tode verurteilt. Er hätte die Möglichkeit gehabt in griechischer Zeit, weil er angeblich wollte die jungen Menschen gegen die Gesetze der Regierung, die gegen diese damaligen Gesetze aufhetzen. Also, nee, er war ein Philosoph. Ein Philosoph sagt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer weiter als die Zeit. Weil die Zeit ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit, der Wirklichkeit. Deswegen der Philosoph ist immer revolutionär, der wichtige. Sokrates wurde zum Tod verurteilt. Er hätte die Möglichkeit gehabt, so, weil er natürlich bekannt war, vielleicht aus dieser Tod wegzufliehen. Er hat dann aber gesagt, nein, weil ich akzeptiere die Gesetze des Staates, auch wenn diese ungerecht sind. Weil eben für ihn war der Staat ein Wert. Und der Bürger muss die Gesetze respektieren. Sowieso der Philosoph. Giordano Bruno, 1600, gegen die Kirche, er hat die Theorie vertreten, dass es eine unendliche Welten gibt, also unendliche Erden, unendliche. Was wir heute haben, ist die Wahrheit. Und das war natürlich gegen die Idee der katholischen Religion, wo die Erde nur ist von Gott erschaffen worden, damit die Menschen hier gut leben können und so weiter und so fort. Und deswegen ist nur die Erde ist praktisch die Welt, sagen wir so, die Erde. Und alles kreist um die Erde, und was heute ist, wissen wir, dass es nicht so ist, dass alles um die Erde kreist. Und eben wurde verbrannt, lebendig verbrannt. Weil diese Philosophen, die heute wissen wir, dass sie die Wahrheit vertreten haben damals, diese Philosophen, die waren das Bewusstsein, die waren viel weiter als die anderen. Und sogar die Realität, wir können sagen, diese Philosophen haben die Wirklichkeit vertreten. Aber die Realität war stärker und hat diese Philosophen ermordet, obwohl auf der langen Dauer, wir wissen heute, dass diese Philosophen, sie haben sie durchgesetzt, aber mussten sie sterben, um sie durchzusetzen. Leider ist es so. Die Philosophie ist unbequem, weil die Philosophie ist dieses Selbstbewusstsein der Menschen. Und dass der Mensch der in sich versteht, was wirklich vernünftig ist, was sein muss, was sein soll. Und das aber das Problem ist, dass die Realität nicht so weit ist. Ist diese Erklärung irgendwie gut, Johannes? Hallo? Ja. Okay, perfekt. Ja. Wunderbar. So. Dann eben haben wir diese Frage geklärt und dann würde ich sagen, 11.20 Uhr, ich habe eine gute Stunde gesprochen, wir können vielleicht eine Pause machen, ich bin müde, ihr seid auch müde. Machen wir die übliche 15, 20 Minuten Pause und würde ich sagen, in etwa 11:20 oder so, 11.40 Uhr sind wir alle wieder da. Okay? Gut, bis gleich dann. Ich hier so. Genau. Also dann eben, wir beschäftigen uns im Grunde genommen mit diesem Begriff vom Wissen. Ne? Das Wissen als geordnetes System von Begriffen, von Ideen. Diese Bibliothek, also das gibt eine Korrespondenz irgendwie, also diese Bibliothek, dieses Wissen, das wir haben, irgendwie schafft die Wirklichkeit der Welt, das Wesen zu verstehen, was wirklich notwendig, was wirklich wichtig ist, die Gesetze, die Logik der Welt. Da werden wir uns damit befassen in der nächsten Sitzung auch. Und dann, wenn wir das gemacht haben und wir zu einem Punkt gekommen sind, wo wir sagen, ja, wir Menschen sind in der Lage, die Wahrheit, die Wirklichkeit, was die Wahrheit zu verstehen, dann können wir politische Wahrheit ausdrücken. Weil deswegen die Philosophie, die Erkenntnis, das ist die Erkenntnistheorie, die Theorie der Erkenntnis, das ist wichtig, es ist die Grundlage von jeder Philosophie, erstmal die Erkenntnis.
Philosophie-Theorie. Sind wir in der Lage, überhaupt zu verstehen, die Welt zu verstehen, zu erlangen? Jetzt, also ich vertrete diese, ich denke, dass die begründete oder die Theorie, die am besten begründet ist von dieser Auffassung, ist die Theorie von Kant und von Hegel. Also wie damals in Deutschland zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts formuliert wurde. Weil es auch im Einklang ist mit den großen klassischen griechischen Philosophie und so weiter. Es gibt also eine Kontinuität in der Geschichte der Philosophie. Das heißt eben, wenn wir die ganz großen Philosophen nehmen, es ist wie jede Wissenschaft, gibt es einen Fortschritt der Erkenntnis. Deswegen ich sage, der Höhepunkt von der Geschichte der Philosophie, von der klassischen Philosophie, ist mit Sicherheit dort erreicht worden, also mit dem letzten großen philosophischen System. Das ist von Hegel, der wurde eben, wie wir gesagt haben, 1831 gestorben. Dann hat es Marx gegeben, Nietzsche, Heidegger, weitere Philosophen, aber das ist dann ein Fall für sich, wieso meiner Meinung nach auch viele andere Philosophen denken so, dass praktisch nicht diese Höhe erreicht haben. Das ist also wie damals die Klassiker. Aber das wäre ein anderes Thema, das können wir jetzt natürlich nicht darüber diskutieren, weil das würde uns weiter zu weit wegführen von unserem Thema. Also, dieses Handbuch, was ich geschrieben habe, das ich verwende, ist im Grunde genommen die klassische Philosophie. Die Philosophen, die ich zitiere, sind alle, wenn man eine Geschichte der Philosophie nimmt, findet man diese Philosophen, also die Klassiker. Es gibt die Klassiker der Kunst, der Musik und so weiter, da gibt es auch die Klassiker der Philosophie. Also deswegen ist es nicht so, dass ich mich gegründet habe auf weniger bekannte Philosophen. Nein, das sind schon die Klassiker. Ich habe in meinem Kapitel, diese dritte Kapitel, auch andere schöne Sätze zitiert, die würde ich gerne lesen, aber ich mag das nicht, weil sonst schaffen wir nicht unser Programm. Aber ich habe einen Vorschlag, und zwar, ich würde euch per Mail schicken euch, selbst heute gleich nach der Veranstaltung, würde über ein paar Themen, worüber man sich gut kurz vorbereiten sollte, sowohl Sätze oder auch zum Beispiel, was wir vorher gesagt haben, über Philosophie als Religion und so weiter. Und dann könnte nicht jeder von euch, weil das geht nicht bei 60, aber ich habe gesehen, die wirklich da sind, sind nicht 60, sind viel weniger, dann könnte einige von euch nächstes Mal sprechen am Anfang, würde mich freuen. 2-3 Minuten, nicht mehr. Also. Und eine von diesen Punkten etwas sagen. So, anstelle, dass ich jedes Mal die Zusammenfassung mache, weil es ist wichtig, die Zusammenfassung am Anfang zu machen, damit man wieder ins Thema kommt. Anstelle ich das zu machen, macht ihr das. Okay? Ich würde euch vorschlagen, einige Themen, auch Themen, worüber ich nicht viel gesagt habe. Ich würde dann, wir können auch in Kontakt per Mail und eine Videokonferenz zu zweit. Ich würde euch ein paar so einen Rat geben, so reicht Wikipedia. Es geht nur zum Beispiel Parmenides, sein Hauptgedanke oder so, Platon, sein Hauptgedanke. Eine Minute, 2 Minuten reden. Damit sowohl eine Zusammenfassung ist, was wir gesagt haben, als auch vielleicht ein bisschen einen Blick, einen weiteren Blick über andere Philosophen, wo ich nur ganz kurz gesprochen habe oder so. Ich würde heute jetzt einfach weitergehen, damit wir nochmal weitergehen in unsere. So, dann nehmen wir nochmal das Buch. Genau, das ist hier. Perfekt, hier. Bildschirm freigeben. So. So, also dann haben wir jetzt dieses dritte Kapitel erstmal noch vor uns. Aber wie gesagt, ich habe also von diesem dritten Kapitel, Lektion 3, das habe ich von Hegel, diesen Satz über Idealismus, wäre auch ganz wichtig. Da wird jemand lesen das nächste Mal. Das könnt ihr euch aussuchen, was. Sonst sage ich, aber besser, dass ihr euch selber aussucht. Einen Satz zu lesen von Hegel und erklären, von Parmenides gibt es hier einen Satz und so weiter.
kann jeder von euch sagen, wer möchte was lesen oder was vertiefen, griechische Philosophie oder moderne Philosophie. So dass wir den Grundgedanken haben, wir verstanden von dieser Lektion 3. Also, dass dieses Wissen entspricht, soll die Wirklichkeit entsprechen. So, dann habe ich erarbeitet eine Theorie des Ich verstehe. Was bedeutet das? Ich habe gedacht, also im Grunde genommen, wenn wir uns überlegen, dieses Wissen ist nicht aber etwas, das nur die Wissenschaftler haben oder nur in der Wissenschaft. Jeder Mensch ist Wissen. Das ist meine Theorie. Nicht das Wissen, nicht etwas, das wir uns aneignen. Natürlich können wir uns auch Wissen aneignen. Aber wir sind Wissen. Wir haben schon, jeder von uns hat eine Idee, eine Vision, eine Weltanschauung oder weiß schon unglaublich viel. Jeder von uns, wie auch unsere Gesellschaft. Und natürlich, wir erweitern unser Wissen. Ja, aber es ist nicht so, dass wir eine leere Flasche sind, in der wir wissen. Es ist nicht so. Wir sind schon Wissen. Weil, wie gesagt, schon das Kind fragt immer, warum, warum, warum. Und dann geht in die Schule, lernt und ist, die Eltern bringen ihm vieles. Deswegen, wir sind dieses Wissen. Ich mag immer so ganz einfache Beispiele. Wir nehmen Seife und waschen unsere Hände. Heute doppelt so viel natürlich, aufgrund von diesem Virus. So oft. Wer sagt uns, dass wirklich diese Seife uns die Hände sauber macht? Das ist eben Wissen. Das ist eben Wissen. Als Beispiel, ganz einfach. Wir gehen ins Auto und machen Motor an. Und das Auto springt. Wieso? Weil eben dort jemand dieses Auto gebaut hat, das eben so funktioniert. Das ist Wissen. Also in jedem Auto ist Wissen. In jedem Flugzeug ist alles, was wir machen. Diese Computer. Wieso funktioniert diese Videokonferenz so gut? Weil eben das Wissen. Es steht Wissen dahinter. Also das heißt, unser Leben ist auf Wissen gegründet. Es ist nicht etwas, also das so ein Fragezeichen ist oder etwas, was ist, das Wissen ist einfach, wir leben darin, wir leben im Wissen, ist diese Grundlage, in der wir leben. Es ist eben so, dass manchmal das unserem Wissen nicht reicht und wir sagen, ich verstehe das nicht, wieso ist das passiert? Zum Beispiel, wir streiten mit unserem Freund, unserer Freundin. Und wir fragen, wieso hat sie das gemacht oder hat er das gemacht? Und wir strengen uns an, das zu verstehen. In diesem Moment sehen wir, wie das Wissen wichtig ist für uns. Wir sind unser. Deswegen ist meine Schluss kann nur dieser sein. Unser Schluss kann nur dieser sein. Wir sind Wissen. Wir identifizieren uns mit unserem Wissen. Natürlich, wir sind auch Fühlen. Wir sind auch kein Körper. Haben Schmerz oder Genuss. Natürlich, wir sind auch das. Aber wenn Körper still ist, wie jetzt, haben wir gegessen, gefrühstückt, haben wir keinen Hunger, haben wir keinen Schmerz, geht uns relativ gut und so weiter. Unser Körper still. Was funktioniert? Funktioniert unser Wissen. So ist es. Also funktioniert unser Geist. Und unser Geist ist Wissen. Das gilt eben für uns wie für die Menschheit, für den Staat, für alle. Alles ist Wissen. Der Geist ist Wissen. Jetzt erleben wir ganz eindeutig, mit dieser Problematik vom Virus, erleben wir, dass unser Wissen nicht ausreicht. Es gibt, wir können sagen, mit dem Begriff, was vorher Johannes in seiner Frage richtig verwendet hat. In der Realität existiert etwas, existiert ein Virus, das ist klar, das existiert, das wissen wir, wovon wir noch nicht die Wirklichkeit verstehen. Wir haben noch die Struktur von diesem Virus verstanden. Und alle sind am Werk. Virologe, Institute, die Impfung, wird Millionen ausgegeben. Die ganze Forschung, jetzt, die ganze Finanzierung gehen auf, natürlich, ist richtig so. Das heißt, in diesem Punkt, in diesem Virus, erleben wir, wie etwas in der Realität ist, wovon wir noch nicht verstanden haben, das Vernünftige, würde ich sagen, die Struktur. Weil dieser Virus hat eine Struktur, hat eine logische Struktur, die wir noch nicht begriffen haben.
wenn wir die, beziehungsweise haben wir noch nicht ganz verstanden, wie wir das unterbinden können. Haben wir wahrscheinlich verstanden, wie die Struktur von diesem Virus funktioniert, aber wir haben noch nicht verstanden, wie wir intervenieren können, dass dieser Virus eben zum Beispiel eine Krankheit geheilt wird, diese Corona-Krankheit. Das haben wir noch nicht verstanden. Also wir beschäftigen uns mit der Wirklichkeit, mit dieser Struktur des Virus, mit der logischen Struktur des Virus. Also unser Wissen kämpft, also wir kämpfen mit dieser. Und dann sehen wir, wie das richtig ist, was Hegel und Spinoza gesagt haben. Wir versuchen, dass die Ordnung der Idee, die Verknüpfung der Idee, die Vernunft, praktisch würde Hegel sagen, diese Ordnung der Dinge entspricht. Das versuchen wir. Die Wirklichkeit entspricht. Also wir versuchen, diese Korrespondenz herzustellen. Und wenn wir so sagen, wenn wir so also von dieser Meinung sind, dann haben wir zwei Beweise, logische Beweise natürlich, dafür, dass wir wahrheitsfähig sind, weil darum geht es, ob wir wahrheitsfähig sind, ob wir Menschen dann die Wahrheit in einem Jahr oder in 100 Jahren, ist egal. Die Frage ist, ob wir wirklich die Welt verstehen können oder nicht. Und es gibt zwei Beweise, dass ich dann versucht habe zu erklären in Lektion 4 und Lektion 5. Auf dieser Grundlage denke ich, dass wir Menschen wahrheitsfähig sind. Natürlich, was ich sage, aber natürlich, was ich sage, wie gesagt, gründet sich auf diese Vorarbeit von vielen anderen Philosophen. Ne? Ich versuche so ein bisschen vielleicht deutlicher zu machen oder was zu ergänzen auch. Also. Der erste Beweis ist eben in dieser Lektion 4. Moment, ich habe, genau, nee, Lektion 5, Lektion 4. Die Objektivität des Wissens als faktische, unlogische Wahrheit. Zuerst gibt es praktisch, wie gesagt, diese faktische Wahrheit. Also das heißt, es ist ein Faktum, dass wir im Wissen leben. Wie ich gesagt habe, wir gehen zum Mars. Wir setzen voraus, dass er weiß, wie er unsere Krankheit heilen kann. Wenn wir zum Beispiel dauernd Bauchschmerzen haben, sagen, okay, geh zum Arzt, er gibt uns ein Medikament und es gibt eben dieses Medikament. Das heißt, die Tatsache, dass wir in der Wirklichkeit, in der Realität, wie wollen wir das nennen, es ist eine Einheit, Wirklichkeit und Realität, in diese wirkliche Realität, wie soll das, eingreifen können, zum Beispiel durch die Medizin, bedeutet, dass wir verstanden haben, wie das funktioniert. Ganz einfach. Also das heißt, der erste Beweis von dieser, dass wir wahrheitsfähig sind, ist nicht eine Theorie, sondern das Faktum. Das Faktum. Wir können in die Natur eingreifen. Wir sogar müssen wir uns halten. Die Gentechnologie, müssen wir sogar diese Klonen von einem Schaf damals vor einigen Jahren. Ne? Wir müssen sogar stoppen, die Wissenschaftler oder die Unternehmen, Wissenschaftler, dass sie nicht zu viel eingreifen in die Natur. Dass sie versuchen, die Natur in Ruhe lassen. Also das heißt, der Beweis, faktischer Beweis, dass wir Menschen verstanden haben, wie die Natur funktioniert. Also wir haben die Struktur der Wirklichkeit verstanden oder der Realität verstanden. Und dann wir sind in der Lage, da reinzuwirken. Oder wir zum Beispiel bauen Flugzeuge. Die gründen sich natürlich auf Gesetze, auf physikalische Gesetze. Das sind die Gesetze der Natur natürlich. Wir gehen auf den Mond. Wir können nur das machen, wenn wir wissen ganz genau, wie wir dort überleben können. Andere Bedingungen sind Gesetze der Natur. Also es ist alles, was wir machen, von Hände waschen mit Seife, von über zum Mediziner gehen, zum Arzt gehen, um eine einfache Krankheit zu heilen. Oder auch eine schwierige Operation. Das setzt auch Wissen vor. Die Operation, was für ein Wissen setzt vor. Zu dieser Technik, wie zum Beispiel Flugzeuge oder Züge und so weiter. Alles, was wir haben. Alles gründet sich auf Wissen. Und dieses Wissen funktioniert. Sonst würden wir eben nicht schaffen.
würden wir nicht fliegen, würden wir nicht fahren, würden wir keine Operation durchführen. Es ist nicht so, dass man geht in Operation fahren, in den Operationssaal und dort ein Sauberer ist, wie früher. Die, Menschen, die man dachte, konnten sie etwas zaubern. Oder dass man betet Gott, damit die Krankheit da. Nein, das wissen wir heute ganz genau. Nicht für alle Krankheiten, klar. Aber weil wir wissen, einige Krankheiten haben wir schon verstanden, andere sind wir dabei. Also wir sind auf dem Weg. Aber wir werden irgendwann erreicht schaffen. Also das heißt, der beste Beweis für mich, dass die Menschen wahrheitsfähig sind, ist nicht eine Theorie, sondern ist die Praxis. Da brauchen wir für mich keine Frage mehr also zu stellen. Dieser Skeptizismus. Und viele Menschen sagen, die Menschen können nicht die objektive Wahrheit erreichen. Die Wahrheit ist nur subjektiv. Nein, die Wahrheit ist objektiv, weil wir schaffen es. Zumindest im Bereich der Natur. Aber nicht nur, wir werden sehen, nicht nur in dem Bereich der Natur. Können wir objektive Bereiche erreichen, auch in dem Bereich der Politik. Aber wir beginnen erstmal mit diesem Bereich der Natur, der ist einfacher. Also diese faktische, das faktische Beweis. Und dann gibt es auch keine Logik. Zuerst wollte ich fragen, gibt es Fragen über diese faktische, also dass man das Faktum, als ein Faktum, dass wir wahrheitsfähig sind. Gibt es Fragen, das wäre diese Lektion. Dieser erste Teil von Lektion 4. Nicht. Okay, dann gehe ich weiter. Nochmal Bildschirm freigeben. Dann haben wir einen anderen Beweis. Das ist der logische Beweis. Logische Beweis. Der logische Beweis. Wenn ich den Satz aussprechen würde, die Menschen können keine Wahrheit erreichen. Von Skeptizismus. Oder gibt es keine objektive Wahrheit, keine absolute Wahrheit. Dann dieser Satz selbst würde aber für sich den Anspruch der Wahrheit also erheben. Also das heißt, derjenige, der sagt, es gibt keine Wahrheit, möchte eigentlich sagen, es gibt nur eine Wahrheit. Die Wahrheit, die ich ausspreche, dass es keine Wahrheit gibt. Das heißt, der Satz, die Menschen sind nicht wahrheitsfähig, oder wir können keine Wahrheit erreichen. Oder es gibt keine Wahrheit. Annulliert sich selber. Weil entweder ist dieser Satz wahr, dann ist eben Wahrheit möglich. Wir sind dann wahrheitsfähig. Oder ist dieser Satz falsch, dann sind wir auch wieder wahrheitsfähig. So oder so. Ob dieser Satz falsch oder ob dieser Satz wahr ist. Egal wie wir welche Antwort wir geben an diese Frage. Sowieso ist immer so. Das Ergebnis ist immer, dass wir wahrheitsfähig sind. Natürlich, die Wahrheit, dass wir keine Wahrheit erreichen können, ist ein Widerspruch. Weil wenn ich sage, die Menschen können keine Wahrheit erreichen, aber das ist eine Wahrheit, das widerspricht sich von selbst. Deswegen der einzige logische Satz ist, die Menschen können Wahrheit erreichen. Müssen aber dafür arbeiten, müssen dafür anstrengen. Also, aber das ist der einzige logische Satz, ist, dass wir wahrheitsfähig sind. Weil wenn wir das verneinen, dann kommen wir nur in Widerspruch. Das wäre der größte Dogmatismus, zu sagen, wir sind nicht wahrheitsfähig, aber dieser Satz, den ich ausspreche, der ist wahr. Also wie ich der Einzige, ich, der Skeptiker, der Einzige wäre, der in der Lage ist. Also die Wahrheit zu erreichen. Deswegen, das eigentliche Problem bei der Wahrheitsproblem ist nicht, ob wir wahrheitsfähig sind. Weil das ist klar, das ist eindeutig. Sowohl faktisch, wie wir vorher erklärt haben, faktisch, das Faktum der Wahrheit, dass wir sehen, dass wir die Natur verändern, dass wir den Mediziner uns heilt, der als uns heilt, dann eben hat er verstanden. Sowohl logisch, als auch logisch, haben wir gesagt, weil sonst würde man sie widersprechen. Ist klar, dass wir wahrheitsfähig sind. Die Frage ist eine andere, nicht ob wir, sondern wie kommt es? Wie kommt es, dass der Mensch so klein, wenn wir uns überlegen, wie klein wir sind auf der Welt,
wenn wir uns bemessen mit der unendlichen Größe des Universums, mit den Planeten, mit den Sternen, mit allen diesen ganzen Systemen, wie wenn wir uns sehen, ein Bild von einem Raumschiff, wie unbedeutend wir sind als Menschen. Und doch, wir sind in der Lage, das alles zu verstehen. Also wir sind in der Lage, das Ganze zu verstehen. Es gibt einen Satz, den wir lesen müssen, weil das ist zu wichtig, diesen Satz, die von Ölderlin. Weil dieser Satz, genau. So. Du brauchst jetzt nicht diese deutsche, diese lateinische, lesen wir. Lesen nur da. Also Olivia, ja? Da bist du, okay? Ihr. Nur das Deutsche. Okay. Ja, ja. Okay. Vom Größten nicht eingeschränkt, im Kleinsten enthalten sein, ist das Göttliche. Ja. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt einmal das Lateinische im Buch. Das habe ich nicht bemerkt. Weil das ist die nächste Ausgabe, die kommt, habe ich noch nicht zum Glück veröffentlicht, die kann mich noch ändern. Gut, also, der Mensch, das steht auf diese, bezieht auf Ignazio von Loyola, Grabsa, das ist der Gründer der Jesuitenorden. Und der junge Hölderlin, das ist ein Dichter, der war damals in der Universität Tübingen mit Hegel, 1790, 1795. Hegel, Schelling und Hölderlin, Schelling und Hegel waren drei Freunde, sehr befreundet in diesem Jahr. Schelling ist ein ganz wichtiger Philosoph geworden, Hegel natürlich auch, und Hölderlin ist ein ganz wichtiger Dichter. Sehr schöne, diese Romane, Hyperion, auch sein Roman, die haben alle geträumt von der alten Griechenland, von den Griechen, die Griechen. Und dann, dass die Menschen dann irgendwann wieder in eine friedliche, gerechte und freie Welt leben würde. Die waren natürlich Anhänger der französischen Revolution und so weiter. Der Geist vom Menschen ist nicht vom Größten eingeschränkt. Also das heißt, wir wollen immer wissen, was größer ist. Wenn wir sagen, das ganze Universum, wir fragen uns, was danach? Was gibt in der Zeit und Raum, nach der Zeit, am Ende der Zeiten. Was gibt danach? Für uns kann kein Ende der Zeiten geben. Wir fragen uns, was kommt danach? Und wir lassen uns auch nicht von Grenzen einsperren des Universums. Wenn einer uns sagt, das Universum ist endlich, hat eine Grenze, gleich kommt die Frage, was gibt es über diese Grenze? Also der Geist ist so klein, aber ist in der Lage, das Unendliche des Universums und darüber hinaus zu denken. Aber es ist auch im Kleinsten enthalten. Das heißt, wenn wir studieren die Atome, dann reicht uns nicht die Atome. Die werden dann sind die Teilchen. Und wenn wir die Teilchen haben, wollen wir wissen noch das kleinste Teil der Materie. Wir geben uns nicht zufrieden. Sind wir so flexibel, so plastisch, so flexibel in unserem Denken, dass wir sogar das Maximum erreichen können, haben wir das Minimum, das Kleinste und das Größte. Und das ist, sagt Hölderlin, das Göttliche. Das Göttliche ist der Mensch, der Geist. Also das heißt, es ist schön, es ist wunderschön, das heißt, doch wir sind unbedeutend, klein, kleiner wie viele Tiere und nicht so kräftig wie viele Tiere, aber wir haben das Göttliche in uns, das hat uns ermöglicht, dann natürlich die Erde zu beherrschen. Und wir wollen auch jetzt den Weltraum beherrschen. Ob das positiv oder negativ ist, ist eine andere Frage. Aber wir sind in der Lage. Und deswegen ist es so. Deswegen die Frage, wenn wir uns die Frage stellen, wie kommt es, dass die Menschen so klein die Wahrheit erreichen können? Weil wir in uns das Göttliche haben. Was bedeutet das Göttliche? Das natürlich die Philosophen geben uns. Eben Hölderlin war ein Dichter, kein Philosoph. Also das heißt, das Göttliche bedeutet, wir müssen dieses Wort, das Göttliche, jetzt in einen philosophischen, wissenschaftlichen Begriff umwandeln. Weil das ist noch religiöse Sprache, Glaubenssprache. Was bedeutet das Göttliche?
Das ist der nächste Schritt, den wir machen müssen, wenn wir heute noch Kraft haben. Ja, vielleicht schaffen wir die Lektion 5. Das wäre das Letzte, was ich heute mache, weil dann ist wirklich zu viel und dann kommt um 12.30 Uhr Marlin Menrich, die wird uns etwas erzählen über eine Theorie der Religion von den jungen Nägel. Aber versuchen wir zu verstehen, wie entsteht diese Frage? Wieso der Skeptiker sagt, wir können die Wahrheit erreichen, oder wieso viele Menschen denken, dass wir nicht wahrheitsfähig sind und verstehen nicht diese Göttliche, die wir haben? Wieso? Wer ist? Ich erarbeite in diesem Kapitel einen ganz wichtigen Unterschied, den muss mich wirklich gut beschäftigen damit, weil es ist grundlegend, ist der Unterschied zwischen Dualismus und Monismus. Auch in diesem Fall, man kann ganz einfach Dualismus stoppen und dann wieder. Deswegen diese Begriffe, machen wir jetzt wieder Bildchen freigeben. So. Ich bin jetzt einfach so in Google gegangen und habe Dualismus gegeben. Kann man sehen? Ja, Dualismus. Guck, wie viel. Immer Wikipedia gehen. Oder Monismus. Monismus. Monismus einfach erklärt. Monismus, das ist ja auch Monismus gegen Dualismus und so weiter. Also da kann man sich auch suchen, wie man eine Forschung macht. Es geht darum, dass man die Hauptbegriffe versteht. Kommen wir wieder zurück zu dem Text. Beziehungsweise sprechen wir auch ohne Text. Also Dualismus, Monismus. Das ist die grundlegende Frage. Ist, wie wir uns gegenüber der Welt betrachten. Also welche Idee haben wir von den Menschen? Wenn wir denken, dass der Mensch hier ist, wir hier sind und die Natur draußen, also wenn wir, was ist natürlich die erste Position, die erste Stellung ist diese, zu dieser Problematik, ist, dass wir hier sind und die Welt draußen. Oder andere Menschen. Wenn wir diese Trennung von Subjekt und Objekt, kann man auch sagen, das ist eine dualistische Position. Dualismus. Subjekt, Objekt. Mensch, Natur. Getrennt. Und der Mensch, dann entsteht wirklich die Frage, wie kann der Mensch die Natur verstehen? Wie kann das Objekt verstehen, wie die getrennt sind? Entsteht wirklich die Frage. Aber wenn wir anders denken, nicht, dass die Natur uns gegenübersteht, sondern dass wir ein Teil der Natur sind. Sogar wissen wir, dass wir, diese Menschen, später entstanden sind, als Evolution. Aber dass wir ein Teil der Natur sind. Und dass wir zwei Wörter ausdrücken müssen, weil klar, wir benutzen auch Worte Pflanze, Baum, Sonne, Himmel, aber es ist alles zusammen. Der Baum ohne Sonne, ohne Wasser würde auch sterben, würde sterben. Also das heißt, man kann nicht trennen den Baum von der Erde. Wir benutzen aber zwei Worte, weil wir müssen sagen, sonst können wir nicht sprechen vom Baum, wenn ich das Wort Baum hätte. Aber man kann nicht den Baum von der Erde trennen, von der Luft trennen, weil ohne Luft, ohne Erde, ohne Wasser und so weiter, ohne Wärme, würde der Baum nicht existieren. Dasselbe ist wie der Mensch. Wir müssen ein Wort für Menschen benutzen, weil wir erkennen, dass die Menschen anders sind als die Tiere, als die Bäume. Haben wir ein neues Seiende, eine neue Realität, können wir sagen, wie vorher Janis gesagt hat, eine neue Realität, existiert etwas Neues, anders. Und dann geben wir ein Wort, Mensch. Aber dieses Wort bedeutet nicht, dass es getrennt ist von den anderen. Deswegen, wir sind die Natur, wie der Baum auch, ist die Natur. Wir sind die Natur, die denkt, die Natur, die spricht, die Natur, die selbstbewusst ist. Wenn wir uns so ausdrücken,
ist natürlich eine merkwürdige Art und Weise zu sagen. Aber das ist die Wahrheit, weil wir sind nicht getrennt. Wenn ich spreche, setze ich voraus die Luft, die ich atme, sonst würde ich sterben. Setze ich voraus eine Erde, worauf ich stehe, also Boden, Erde. Setze ich voraus Wasser, das ich getrunken habe, sonst würde auch wieder nicht das. Essen, das ich gegessen habe und so weiter und so fort. Setze ich Luft, die zwischen uns ist. Und wird vermittelt über diese Kabel, da, das weiß ich, was für technische Wunderdinge sind, die das ermöglichen. Und dann kommt auf euch wieder über die Luft und über diese Hörkanäle und so. Setzt sich das alles voraus. Deswegen, es ist eigentlich eine Einheit. Deswegen ist eine falsche Anstellung, wenn ich trenne den Menschen von der Natur, und dann entsteht die Frage des Wissens, des objektiven Wissens, die verreicht. Aber wenn ich sage, ich bin Natur, die Natur begreift, die Natur, die sich selbst versteht, dann ist alles einfacher. Wieso sollte die Natur nicht in der Lage sein, sich zu verstehen, wenn dasselbe ist? Die Natur versteht die Natur. Die sprechende Vernunft, die sprechende Natur, die versteht die schweigende Natur. Wie wollen wir uns ausdrücken? Wichtig ist, dass wir eine Einheit sehen. Wenn wir diese Einheit sehen, dann ist alles einfach und verständlich und erklärt sich, wieso wir die Natur verstehen können. Weil wir sind eben nichts anderes als die Natur. Die Natur versteht sich. Das ist dieser Monismus aus der griechischen Sprache. Monos. Monos heißt eins, Einheit. Dualismus kommt von lateinisch duo, italienisch noch heute due oder duos oder so, zwei. Ganz einfach. Eins oder zwei. Zwei ist falsch, weil es die Trennung. Eins ist richtig, weil es eine Einheit. Die ganze Umweltbewegung, obwohl sie das nicht wissen, die Umwelt, viel weniger wissen, die gründet sich auf eine monistische Vision. Weil, wenn wir die Umwelt verschmutzen, da wir Umwelt sind, wir sind Natur, wir verschmutzen uns selbst, logisch. So einfach. Deswegen ist es so, aufgrund von dieser monistischen Vision erklärt sich alles. Diese Bibliothek ist nichts anderes als die Welt, die Natur, das Wahre, was existiert und existierte, in eine ideelle Form. Wir können sagen, das gibt nur eine materielle Form des Seins, die Natur, was wir mit den Sinnen wahrnehmen. Wenn ich den Tisch berühre, merke ich, dass der Tisch hart ist und kann ich berühren. Das ist Materie und dann gibt es Ideen, gibt es praktisch der Gedanke von Tisch. Der Tisch im Gedanken, der Idee, der Begriff von Tisch. Ich nehme zum Beispiel Wikipedia, gebe das Wort Tisch und Wikipedia erklärt mir, was ein Tisch ist. Das ist nichts anderes als selbe Inhalt. Selbe, einmal in eine materielle Form und ein anderes Mal in eine ideelle Form. Und deswegen die Bibliothek ist nichts anderes als die Welt in eine ideelle Form. Dann hätten wir natürlich Plato, diese ganz große Philosophen in Griechenland, hat gesagt eben damals, das Wahre sind die Ideen. Alles, was existiert, ist die Verwirklichung von einer Idee. Es gibt eine Idee der Sterne und dann haben wir die Sonne. Die Sonne sind Sterne. Die Idee des Mondes, die Idee der Erde und so weiter. Und wir Menschen sind in der Lage, diese Ideen zu begreifen. Und deswegen ist die Ordnung, die Verknüpfung der Idee, wie Spinoza gesagt. Das ist eben die ganze philosophische Klassik-Tradition. Dieses Bewusstsein, dass der Mensch in sich das Göttliche hast. Und was ist das Göttliche? Ist diese Einheit mit der Natur und diese Fähigkeit, die Natur in eine ideelle Form auszudrücken. Das ist unsere. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist nichts anderes als die Natur oder auch das Leben der Menschen, die Gesellschaft, in eine ideelle Form ausgedrückt. Das ist die Wissenschaft. Deswegen ist Wahrheit, Wissenschaft möglich, weil wir in einer Einheit mit der Natur sind. Es ist dasselbe.
Wir haben die Nase, um zu atmen, die Augen, um zu sehen, den Mund, um zu sprechen und das Gehirn, um zu verstehen, die Füße, um zu laufen. Wir sind so strukturiert und unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir verstehen können. Es wäre merkwürdig, wenn es nicht so wäre, wenn die Menschen ein Gehirn hätten, der nicht in der Lage, so ausgebildet, ausgeprägt wie es ist, und nicht in der Lage wäre zu verstehen. Das wäre merkwürdig. Hätten wir ein Organ ohne Funktion? Das wäre merkwürdig, weil alle anderen Organe haben eine Funktion. Deswegen ist eine, ich würde sagen, simpel, sehr simpel Erklärung. Wir sind eine Einheit. Es ist also die Stellung wichtig, die Position. Solange wir uns von der Natur getrennt sehen, dann entstehen alle Probleme, alle Fragen. Sobald wir aber begreifen, dass wir in Einheit miteinander sind, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles, dann erklärt sich alles. Und das ist auch wichtig, wenn wir zum Beispiel mit unseren Freunden sind, in unserer Familie, wir müssen verstehen, dass wir immer ein Teil von einem Ganzen sind. Und wir müssen verstehen, dass es wichtig ist, dass wir harmonisch in diesem Ganzen leben. Weil wir sind abhängig von den anderen, aber die anderen sind abhängig von uns auch. Diese Einheit zu verstehen, das ist ganz, ganz wichtig im Leben. Nicht trennen. Trennen ist immer ein Fehler. Was bedeutet das, ein Fehler? Das heißt, trennen ist immer so die Ursache, dass man die Beziehungen nicht versteht. Aber das Leben besteht aus Beziehungen. Es ist ein Netz, das Leben. Wie gesagt, ich bin hier, aber ich wäre nicht mal hier, wenn ich nicht in diesem Netz wäre, das mir ermöglicht, hier zu sein. Wie zum Beispiel die ganze Universität, der hat mit Zoom dieses System hat mir einen Account gemacht und euch auch und so weiter und so fort. Es ist ein Netz. Das Leben ist ein Netz. Und wir sollen uns in diesem Netz bewegen können. Und die Natur ist auch kein Netz. Deswegen, ich bin so, wie soll ich sagen, ich sehe mit so viel Interesse und Hoffnung diese Umweltbewegung, diese Fridays for Future. Ich habe diese Website geschrieben, Philosophy for Future, mit anderen zusammen, um zu unterstützen, die Bewegung Fridays for Future. Weil ich denke wirklich, dass der Future, die Zukunft diese ist. Dass die Menschen begreifen die Einheit. Die Einheit mit der Natur und die Einheit unter sich. Weil wenn wir das nicht begreifen werden, sieht es schlecht aus. Wir werden im Fehler leben. Das Böse ist ein Fehler. Das Böse gründet sich auf diese Fehler. Wenn die Menschen denken, ich denke nur an mich, nur an meine Stadt, das ist ein Fehler. Ein Fehler, das ist nicht böse, ist ein Fehler. Egoismus ist ein Fehler. Weil kein Mensch kann glücklich sein ohne die anderen. Kein Staat kann glücklich sein ohne die anderen. Deswegen ist der Egoismus ein Fehler. Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein, klar. Aber es kann nur mit anderen glücklich sein. In einer Familie, mit Freunden, dass die jungen Menschen wissen untereinander besser als die älteren Menschen. Weil die haben mehr das Gefühl von Gemeinschaft. Und das werden wir aber sehen noch mehr, weil wenn wir jetzt von dieser Kenntnistheorie, Wahrheitstheorie, zur politischen Philosophie übergehen werden, werden wir sehen, was für Folgen der Monismus hat. Der Monismus hat große Folgen auf die politische Theorie, auf die Ethik und so weiter. Wichtig ist, dass man begreift, dass man diese Stellung, diese alltägliche Stellung, das normale Position, das sagt, die Welt ist draußen, damals muss er aufgeben. Die Welt ist nicht draußen. Wir und die Welt sind wir zusammen in einer Einheit. Wenn wir uns von oben angucken würden, sehen wir, wir müssen verdoppeln. Nehmen wir an, wir sind auf einem Raumschiff, die Schatten von uns ist am Anfang und guckt von oben. Sieht, dass wir in einer Einheit mit anderen Menschen bewegen, von anderen Menschen abhängig sind, die wiederum von uns abhängig sind. Und eben, dass das eine Einheit ist, diese Welt, die sich bewegt, die sich entwickelt und versucht immer besser zu leben. Deswegen, wenn wir jetzt zurückkommen bevor ich jetzt diese neue Pause mache, wenn wir zurückkommen zum Buch, genau. Diese Lektion 5, die Vernunft als Einheit von Mensch und Natur. Subjekt,
Also diese Einheit von Mensch und Natur haben wir verstanden. Ich würde das nächste Mal, heute ist es uns zu viel, ich würde das nächste Mal daran anknüpfen und sagen, wieso diese Einheit von Mensch und Natur, Subjekt und Welt, Vernunft ist. Aber das machen wir das nächste Mal. Wenn wir heute schon das gemacht haben, wir haben eine Hälfte in etwa von dieser Sitzung, denke ich, ist viel. Also das müsste ich nochmal eine Erklärung, aber mir gefällt nicht zu viel, weil wenn ich merke, dass auch in mir zu viel wird, dann denke ich auch, dass bei den Zuhörern zu viel ist. Wir haben schon vieles gesagt heute, weil wir haben erstmal über die Begriffe Lektion 3 gesprochen, also diese Lektion 3, das ist also die Bibliothek, geordnetes System von Begriffen, wie erklärt. Wir haben ein paar Sagen gelesen, andere werdet ihr lesen. Ich gebe euch dann ein paar Aufgaben, also es ist ganz einfach. Und werdet ihr das nächste Mal am Anfang ein bisschen reden. Und dann haben wir die Situation 4 mit dem Beweise von der faktischen und logischen Wahrheit, wieso faktisch und logisch bewiesen werden kann, dass wir wahrheitsfähig sind. Und dann haben wir die Hauptidee von dieser Lektion 5, nicht alles haben wir gesagt, aber die Hauptidee haben wir gesagt, dass wir Menschen in einer Einheit mit der Natur sind. Und diese monistische Stellung die richtige ist. Und dass die dualistische Stellung ist einfacher, weil ebenso, aber es vereinfacht. Der ganze Kapitalismus gründet sich auf eine dualistische Stellung. Dass der Mensch andere Völker ausgebeutet hat, weil die wären eben Objekte. Andere. Und könnte damit mal Kolonialismus machen, was man wollte. Oder dass man jetzt die Natur ausbeutet, die Natur als Objekt. Dann können wir die ganzen Rohstoffe verbrauchen und so. Wir entfernen uns aber langsam. Wir verstehen, dass es ein Fehler ist. Wir beginnen langsam zu verstehen, dass Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, was bedeutet? Dass in diesem Monismus muss man auch betrachten, die Menschen, die kommen werden, die wollen auch was finden hier. Wir wollen nicht finden, dass wir alles aufgebraucht haben. Nachhaltigkeit. Das ist auch, zu diesem Monismus gehören auch die nächste Generation. So wichtig ist dieser Gedanke vom Monismus. Gut. Also ich glaube, wir haben heute vieles gesagt, viele wichtige Ideen. Frage ich zuerst, ob es Fragen gibt. Gut. Wenn keine direkten Fragen sind, dann würde ich so machen, würde ich erstmal die auf. Bitte schön. Okay, also ich habe vor einem Jahr eine Hausarbeit darüber geschrieben, über die geschichtliche Entwicklung zwischen Deutschland und Portugal im 20. Jahrhundert und mir ist halt aufgefallen, dass es einige Parallelen gibt. Und zwar zum Beispiel, dass beide Länder mit einer Monarchie im 20. Jahrhundert gestartet haben und von der Republik abgelöst worden sind. Also irgendwie ähnliche Werte, die ich überall wiederfinden konnte. Daraus ist dann eine Hausarbeit entstanden, wo ich so ein bisschen diese Unterschiede und Ähnlichkeiten aufgezeigt habe und versucht habe, gleiche ethische Werte zu finden, worauf man irgendwie sich auf ein gemeinsames europäisches Volk berufen könnte. So, jetzt hat mir das Thema wirklich Spaß gemacht und gefallen und irgendwie dachte ich, dass man da ja irgendwie das Ganze auf noch weitere Länder übertragen könnte, beziehungsweise auf ganz Europa. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, wie kommt denn das überhaupt zustande, dass es irgendwie immer gleiche Werte gibt oder Ähnlichkeiten auf diesen oder diese eine ähnliche Entwicklung zwischen diesen ganzen Ländern auf diesen Werten. Da habe ich mir die geschichtliche Entwicklung von Europa insgesamt angesehen und mir ist halt aufgefallen, dass am Beginn der Zeit über den Monotheismus, sprich Christentum, gerade in den südlichen Ländern das Ganze auch gleiche Entwicklung aufzeigt. Dann kam es ja auch noch zum Protestantismus, zu der Abspaltung vom Katholizismus und deswegen habe ich mir überlegt, irgendwie, ist das irgendwie so ein Auslöser oder ist das irgendwie so eine gemeinsame Ursache dafür, dass es in eine bestimmte Richtung geht? Und wie ist es überhaupt möglich, dass Europa, wenn es schon so ähnliche Werte hat, ist es dann überhaupt möglich, dass Europa dann halt vielleicht ein ganzes Wertesystem hat, ein einheitliches, worauf dann alles beruht, was in dem Falle vielleicht auch Religion ersetzen würde? Genau. Habt ihr den Link im Chat? Seht ihr den?
Ich habe da so einen Link reingemacht. Meint ihr, könnt ihn einmal aufmachen? Sehr gut. Okay. Ist das Seite 132 von dem Buch oder von der Datei? Buch. Nee, vom Buch. Okay. Vom Buch. Okay. So, okay, Moment. So. Seid ihr soweit? Genau. Erstmal vorab, ich habe mich ja mit dem Ganzen so ein bisschen weiter auseinandergesetzt und überlegt, wie kann ich da irgendwie eine vernünftige Fragestellung reinkriegen. Und zwar im 16. Jahrhundert ist mir dann aufgefallen, haben jetzt zum Beispiel schon in der katholischen Kirche, wie ich eben gesagt habe, diese reformatorischen Strebungen stattgefunden. Und dann kam es irgendwann zu diesem Bruch durch die protestantische Reformation. Und es kam irgendwie so ein neues Verständnis auch vom Christentum, eben dieser Protestantismus. Und der hat sich dann ja auch zum Beispiel in Deutschland relativ weit verteilt und durch Europa. Und diese ganze Bewegung ist ja irgendwie so ein Schritt gewesen hin zu einer Vernunftreligion. Also die Menschen wollten weg von diesem Prunk, von diesen Gottesbildern, die halt auch in der katholischen Kirche geherrscht haben, hin zu irgendwie einer Religion, die so ein bisschen mehr auf Werten begründet ist. Und so hat halt wieder eine nächste Entwicklung stattgefunden, aber irgendwie es ist da auch nicht so richtig zu einer reinen Vernunftreligion gekommen. Dafür ist halt wirklich richtig interessant, sich halt anzugucken, dass sich die Religion in drei Stufen entwickelt hat. Und das ist auch das, was halt schon Hegel irgendwie daraus erkannt hat. Und deswegen ist jetzt dieser Textabschnitt sehr interessant, den ich euch da geschickt habe. Und zwar ist das Rosenkranz über Hegels Leben. Dazu muss man sagen, es gab eine Originalschrift, die hat Hegel geschrieben. Die ist aber leider nicht mehr auffindbar. Keiner hat irgendwie eine Ahnung, wo die hin ist. Und man hat nur noch diesen Text, eben, den Rosenkranz geschrieben hat, wie Hegel es wohl angeblich gesagt hat. Und wenn ihr jetzt Seite 132 aufmacht, nicht im PDF, sondern im Buch, dann steht da in der Mitte das organische Prinzip. Habt ihr das alle? Macht mal irgendwie einen Daumen oder irgendwas. Okay, sehr gut. genau. Und da ist ja dieser eine Absatz und den würde ich halt euch irgendwie mal bitten, mit mir zusammen zu lesen. Ich kann das auch vorlesen, weil das ist ja wirklich wieder nicht ganz gut erkennbar. Und zwar, das organische Prinzip der Regierung ist die Freiheit, dass das Regierende auch das Regierte sei. Im dritten System soll das allgemeine, absolute und rein als solches das Bestimmende sein. Zum Ersten ist es doch das rohe, bloß quantitative, das lose Allgemeine. Im Zweiten ist die Allgemeinheit die formelle Anerkennende. Die ist Ursache. Hier im dritten System ist die Erziehung, die Bildung des Volkes mit Vernichtung alles Scheins und zwar. Erstens als Bildung des Talents der Zunft und Wissenschaft. Zweitens als Zucht im Einzelnen, als Polizei, die große Zucht, sind die allgemeinen Sitten, die Ordnung und Bildung zum Kriege und die Prüfung der Wahrhaftigkeit des Einzelnen an ihm. Und drittens, ein Volk geht durch Zeugung stets in sich über sich hinaus und bringt aus sich objektiv anderes hervor, Kollination. Moment. Genau, und da hat er das dann halt erstmal sehr kompliziert aufgeschrieben, wie das gemeint ist mit den drei Stufen der Entwicklung. Ich erkläre euch das jetzt einmal ganz einfach. Und zwar ist das so gemeint von Hegel, dass die Religion in drei Formen auftritt. Und mit Religion ist auch irgendwie das Wertesystem gemeint, was wir überhaupt haben, worauf wir uns beruhen. Und zwar ist es so, dass erstes sozusagen die Naturreligion da war, nach der Gott und Natur identisch sind, also Pantheismus bzw. Polytheismus.
Damit ist gemeint, dass alles, was in der Natur vorkommt, untrennbar mit Gott verbunden ist. Also man kann sagen, dass Hegel von einer Identität spricht als unmittelbare Einheit von Mensch und Natur. Weil Pantheisten zum Beispiel glauben, dass die Schöpfung ein Teil von Gott ist. Und im Gegensatz dazu glauben Juden, Christen, Muslime und Baha'i, dass Gott die Welt und das Universum erschaffen hat. Und zwar nicht, dass es eins ist. Das Wort zum Beispiel Pantheismus kommt aus dem Griechischen und heißt, Pan heißt alles und Theos heißt Gott. Also Gott ist alles und alles ist Gott. Und genau. Ja, und mit dieser ersten Dimension ist halt gemeint, euch ist bestimmt ja noch, die Griechen und die Römer sind ja euch ja auch im Kopf, die haben ja auch an mehrere Gottheiten geglaubt und haben die auch oft mit dem Mensch irgendwie verglichen, auch dass sie so aussehen und dass sie auch auf der Erde leben, weil sie halt vielleicht noch verlassen haben. So hat Hegel sich das halt auch vorgestellt, dass dieses Göttliche halt noch auf der Erde ist. Und mit Naturreligionen ist halt auch jede äußere Bewegung um das Leben herum gemeint, die das Leben halt lenkt. Er hat diesen Begriff auch irgendwie mit dem Schicksal verglichen. Und so kann halt jeder einzelne Mensch als Individuum seiner Bestimmung nicht entgleiten, auch wenn das jetzt eine schreckliche Bestimmung ist oder halt auch eine positive Bestimmung ist. Und die Menschen sollen halt so im Kollektiv mit der Natur der Götter irgendwie verbunden sein, aber diese halt auch unterlegen. Zum Beispiel dann, das würde halt zum Beispiel bedeuten, dass Schicksalsschläge wie Katastrophen oder Epidemien halt irgendwie auch von dieser höheren Instanz, von den Göttern halt geschickt worden sind, um eine Art Versöhnung auch herzuleiten oder um die Menschen zu testen. Es ist auf jeden Fall so, dass die Menschen ihr ganzes Leben im ständigen Dialog mit den Göttern stehen. Und ganz, ganz viel dieser Position beruht halt auch auf Mythologien und Geschichten, worauf sich die Menschen beziehen. Jetzt kommt es ja zu Punkt 2 auf der Seite 132. Ich weiß nicht, ob ihr das noch seht, als Zucht im Einzelnen, als Polizei. Damit ist gemeint, dass eben als zweite Stufe... Oh, mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe euch gerade die falsche Seite gesagt. Kann das sein? Alles gut. Okay, ich beziehe mich aber gerade auf Seite 135, nicht auf Seite 132. Ich habe auch gerade das Falsche durchgelesen. Also das, was du vorgelesen hast, war auf jeden Fall auf der Seite. Ja, genau. Aber ich beziehe mich auf Seite 135. Das war gerade mein Fehler. Ach so. Genau. Nochmal von vorne, dann versteht man das ja auch. Da ist der Abschnitt, die Religion muss, wie Hegel sich in der damaligen naturphilosophischen Modesprache ausdrückte, nach den allgemeinen drei Dimensionen der Vernunft innerhalb der klimatorischen Modifikation nach ihrer empirischen Differenz weltgeschichtlich in folgenden drei Formen auftreten. Jetzt bin ich richtig, es tut mir gerade voll leid. Und zwar Punkt 1 in der Identität, im ursprünglichen Versöhntheit des Geistes in seines Seins in Individualität. Damit ist das erste gemeint mit der Naturreligion, was ich gerade hatte. Jetzt habe ich euch, glaube ich, gerade komplett verwirrt. Geht das noch? Okay, genau. Und jetzt bin ich beim Punkt 2. Und zwar in der Form, dass der Geist der unendlichen Differenz seine Identität anfange und aus ihr eine relative Identität rekonstruiere und sich versöhne. Damit ist jetzt Punkt 2 gemeint. In den Formen, wie Religion halt oder die Wertesysteme auftreten bei uns in der Menschheit, eben dieser Monotheismus. Und zwar in der Form, dass Realität, Natur und Geist nicht identisch sind, also getrennt sind. Sprich, ihr müsst euch vorstellen, die Welt ist hier und das Göttliche ist da oben. Das ist nicht mehr eins wie in der Stufe davor, sondern irgendwie getrennt voneinander. Deswegen kann man auch von einer Differenz sprechen. Und das Einzige, was halt eben dieses Göttliche mit dieser Welt verbindet, ist zum Beispiel eben dieser Heilige Geist, den Gott gesandt hat, oder eben sich selber in der Form halt durch Christus, also Jesus Christus, der halt auf die Erde kam. Und diese Differenz bezeichnet er halt als die unmittelbare Spaltung der Einheit und gleichzeitig ist sie auch notwendig, damit es irgendwie eine Einheit gibt. Das heißt, es ist notwendig, dass Erde und dieses Göttliche voneinander getrennt sind, um halt eben wieder zueinander zu finden. Genau. Und das versuche ich jetzt nochmal genauer zu erklären. Tut mir nochmal voll leid gerade mit dem Textabschnitt. Und zwar ist damit gemeint, dass die Götter, die eben in dieser Stufe davor dort waren auf der Erde,
die haben die Erde ja jetzt verlassen, aber die haben irgendwie einen Schmerz zurückgelassen. Das heißt, der Mensch, der weiß, da war irgendwas Göttliches, was ihm irgendwie mehr gegeben hat und mehr erfüllt hat, aber das fehlt irgendwie. Und deswegen muss der Mensch irgendwie sein Leben lang diese Sehnsucht nach diesem Göttlichen mit sich tragen. Genau, und also kann man sich das Geschichtliche so ein bisschen angucken. Die Menschen waren halt nach der Zeit der Römer relativ zerschlagen in ihrer Individualität und hatten auch unterschiedliche Gottheiten erst, an die sie glaubten. Und sag mal, hört man meinen Mitbewohner gerade sehr laut zocken? Okay. Tut mir leid. Genau. Haben halt deswegen unterschiedliche Wertungen und Ethiken gehabt. Also es gab irgendwie nichts Allgemeines, wo sie dran glauben kommen. Und dafür kam halt dieser Christentum halt in diese Welt, der irgendwie eine verständliche Wahrheit gegeben hat, an die sich diese Menschen weiterhalten konnten und mit der sie ihren Dialog weiter fortführen konnten. Und das ist auch eine Art Vernunftbegriff eben, den sie halt brauchten. Und so kam halt eben zum Beispiel Jesus Christus ins Spiel. Der betrachtete halt auch die Welt und ihre Kultur, wo er diese weltliche Natur erkannte. Und diese Natur konnte er erklären. Also er konnte halt die Dinge den Menschen erklären, die um sie herum halt eben geschehen waren. Und genau. Da bin ich gerade irgendwie ein bisschen durcheinander. Wo ist das jetzt hin? Genau. Genau. Und dann kommt halt eben Jesus Christus ins Spiel und der versuchte halt diese Welt halt zu vereinen und irgendwie dieses Göttliche wieder unter den Menschen zu bringen, aber die Menschen haben das halt irgendwie gar nicht erkannt. Ihr kennt ja auch sicherlich die Geschichte von der Kreuzigung und eben dass irgendwas hätte passieren müssen, ist den meisten erst klar geworden, als halt Jesus Christus sich sozusagen geopfert hat und ans Kreuz gehängt hat, womit dieses Kreuz auch das Symbol halt für dieses Nicht-Göttliche und Ehrenlose auf der Welt geworden ist. Und erst in dem Moment haben die Menschen halt irgendwie diesen Schmerz gespürt und erkannt irgendwie, es muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen uns irgendwie versöhnen mit der Welt. Und dass halt Gott die Gestalt eines Menschen annimmt, sollte in dem Moment nochmal halt diese Zuneigung zeigen und diese Liebe zu denen und eben um eine Brücke zu schaffen von diesem Göttlichen und der Welt selbst. Da ist es halt wirklich wichtig, dass man halt nach diesem Begriff Schmerz sich überhaupt erstmal anguckt. Und zwar der Begriff Schmerz, muss man sich das so vorstellen, ist notwendig für diese Versöhnung, wo die ganze Zeit hingearbeitet wird. Das heißt, ohne Schmerz ist keine Heilung möglich. Und ohne Heilung und Schmerz kommt es nicht zu der Versöhnung, wo die ganze Zeit darauf hingearbeitet werden soll. Und die Fruchtbarkeit in der Religion des Christentums liegt halt auch da drin, dass ein ewig wiederholendes Spiel zwischen tiefem Schmerz und der Versöhnung stattfindet. Und die Menschen durchleben diese Wechsel aus Emotionen und Wohlergehen halt ihr Leben lang und arbeiten irgendwie darauf hin und glauben, halt um diese Versöhnung halt zu bekommen. Aber irgendwie hat Jesus Christus das auch nicht richtig geschafft, trotz seiner Lebzeit halt auf der Erde. Und dann gab es halt so einen nächsten Schritt halt noch in diesem im Monotheismus, wo das versucht worden ist, und das war halt mit dem Protestantismus, der sich dann halt abgespalten hat vom Katholizismus, wo man dann halt auch irgendwie nochmal versucht hat, wegzugehen von diesem ganzen Punkt, wie ich vorhin schon angesprochen habe, und irgendwie so ein bisschen vernünftiger zu denken. Habt ihr Fragen zwischendurch? Okay, also ich sehe nicht alle. Okay, ups, nur die drei. Genau. Und dann habt ihr ja Nummer 3 hier auf der Seite 135. Tiefe Identität unter jene erste absolute subsumiert wird das Gestein der Vernunft in der Geistesgestalt und derselben in ihrer Realsein
in ihr Individualität als ursprünglich und zugleich ihren unendlichen Gegensatz und seine Rekonstruktion dessen. Damit ist halt die letzte Stufe gemeint, zu der wir halt irgendwie hinkommen müssen, weil die Religion sozusagen gescheitert ist, laut Hegel, hier um diese Versöhnung hat stattfinden zu lassen. Weil auch der Protestantismus letztendlich hat ja irgendwie nicht für Versöhnung auf der Erde gesorgt. Und deswegen sagt halt Hegel in dem Moment, dass es halt diese dritte Stufe ist, das ist die Einheit von Vernunft in Geistesgestalt und der Vernunft in ihrer Realität. Das ist eigentlich ähnlich wie die erste Stufe, nur dass es sich halt um eine neue Identität handelt und irgendwie vielleicht auch eine wiedergewonnene. Weil das, wo Hegel halt hin möchte oder das, wo wir hin sollen, ist halt eben, dass wir dieses Göttliche wieder auf der Welt haben, was wir in dieser ersten Stufe hatten, was wir halt irgendwie verloren haben, wodurch wir dann halt in dieser zweiten Stufe mit dem Monotheismus versucht haben, das wieder auf die Erde zu kriegen, wo das geteilt war. Und in dem Falle hilft aber nicht Religion an dieser Stelle, um eben diese Versöhnung auf die Erde zu holen, sondern die vermittelte Einheit von Mensch und Natur findet sich in der Philosophie als Vernunftsreligion wieder. Damit ist gemeint, dass diese Naturreligion, die halt zum Beispiel in erster Stelle war, irgendwie neu geschaffen werden muss. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass man jeden Begriff der Natur einfach durch Kultur austauschen würde, dass halt Natur und Kultur dasselbe ist. Dann würdet ihr, könnte man das so verstehen, dass es sich halt um eine Kultur in der ersten Stufe handelt, die halt schon existiert, die dann halt aber verloren gegangen worden ist, die versucht wurde, wiederzuholen durch die zweite Stufe und jetzt mit der dritten will man halt diese künstlich wieder schaffen, aber durch den Menschen selber. Und diese sollte halt tugendhaft sein und nach moralischen Vorsätzen leben und handeln. Genau. Und diese Göttlichkeit wurde ja von dieser Welt entzogen, deswegen ist es halt nun an die Menschenordnung, wieder in das System zu geben. Die Vernunft ist also notwendig, um die ganze menschliche Gesellschaft zu leiten. Und sie ist halt auch eine Art Erzeugnis des individuellen Bewusstseins und nimmt Einfluss auf die Wirklichkeit. Hier gibt es zum Beispiel einen sehr schönen Absatz dazu, auf Seite 140. Könnt ihr ja einmal aufschlagen. Dort steht, weil jene Schönheit und Heiligung hinunter ist, so kann sie weder zurückkehren noch betrauert, sondern nur die Notwendigkeit ihres Vergehens erkannt, sowie das Höhere geahnt werden, dem sie den Weg zu bereiten hat und das an ihre Stelle treten muss. Damit meint Hegel vermutlich, dass die Natur des Menschen oder der Mensch als natürliches Wesen an sich jetzt halt auch nicht dieses Göttliche hat, was sie halt wieder haben wollen aus der ersten Stufe, sondern dass sie das aber selber schaffen können und diesen Zugang halt eben durch eigene Kraft, also durch eigene Potenz halt aufbringen können. Und das ist halt auch irgendwie diese Widersprüchlichkeit, die er dort wiederfindet. Das Leben auf der Erde ist also nicht göttlich und himmlisch, sondern beinhaltet eine stetige Entwicklung. Aber dass wir Menschen halt erkennen, dass diese Entwicklung stattfindet, gibt uns halt irgendwie dieses Göttliche, was wir halt dadurch irgendwie schaffen können. Es gibt uns irgendwie eine höhere Macht, dadurch, dass wir das erkennen können. Weil Tiere zum Beispiel können das ja gar nicht irgendwie fassen oder erkennen. Und dort steht ja auch noch, der unendliche Schmerz ist in der Heiligung permanent und die Versöhnung selbst ein Seufzer nach dem Himmel. Damit spricht Hegel halt wieder von diesem Schmerz, der unendlich scheint. Dieser ist aber notwendig, um halt eine immerwährende Heilung zu garantieren. Und Schmerz und Heilung stehen im Wechsel miteinander. Dieses ganze System ist also nicht statisch zu betrachten, sondern in einer ständigen Bewegung aus Prozessen. Und diese Prozesse sind halt notwendig, um eben eine absolute Versöhnlichung halt gewährleisten zu können. Auf Seite 141 steht noch, wenn es nämlich ein freies Volk geben und die Vernunft ihre Realität als einen sittlichen Geist wiedergeboren haben wird, der die Kühnheit haben kann, auf eigenem Boden und aus eigener Majestät sich seine Gestalt zu nehmen,
Damit ist gemeint, dass der Begriff der Vernunft als sittlicher Geist beschrieben die Werte und das Leben der Menschen bestimmen soll. Das heißt, ein gutes Leben muss nach Vernunft gerichtet sein. Und zum Beispiel das beste Beispiel ist Jesus Christus, der in Gottes Gestalt auf die Erde geschickt worden sind, der sozusagen ein Teil Gottes sein sollte, war ja eben da, um die Menschen halt nach Vernunft zu leiten. Jetzt aber in dieser dritten Stufe, so sagt Hegel, ist es halt möglich, dass sozusagen jeder diese Form annehmen kann. Jeder kann selber nach Vernunft denken und leiten. Weil jeder Mensch ein Teil dieser Kette ist. Also jedem Menschen ist es möglich, Philosophie auszuüben und oder halt zu denken. Denken ist das bessere Wort. Und jeder Mensch ist auch halt notwendig in dieser Kette des Denkens. Die meisten Menschen existieren sozusagen als blindes Glied dieser Kette und sind sich dessen gar nicht bewusst und nehmen halt sehr viel hin. Und aber wenn sie sich jetzt halt bewusst werden würden, dass sie ein Teil dieser Kette sind, dieser Welt, so könnten sie größere Teile dieser Kette beherrschen, beziehungsweise die Macht des Denkens nutzen. Und das würde halt bedeuten, dass jeder einzelne Mensch erkennen müsste, wohin diese Kette führt. Eben zu dieser Versöhnung, zur Überwindung des Schmerzes, die halt eigentlich auf der Erde ist, seitdem das Göttliche diese Welt verlassen hat. Und zu einem vernunftgerichteten Leben gehört halt auch das Erkennen und Erreichen des absoluten Geistes. Diesen Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört bei Aristoteles oder ähnlich. Vielleicht ist er schon mal gefallen im Seminar. Absoluter Geist bedeutet absolutes Wissen, allgemeines Wissen halt über alles. Das Verstehen sozusagen der Welt. Und nach dieser Erkenntnis gilt es halt zu leben und das halt auch irgendwie zu teilen. Weil so können laut Hegel der menschliche Geist auch nur richtig Gestalt annehmen. Und nach dieser Erkenntnis ist auch Religion dann irgendwie eine Art Philosophie, halt eben ein Weg, um zu diesem absoluten oder zu dieser Versöhnung hinzukommen. Aber sie hat halt eben nicht ausgereicht. Und nur die Philosophie sei so laut Hegel in der Lage dazu, diesen Kreis zu schließen, damit wir irgendwie alle inneren Frieden finden und absolutes Wissen erlangen. Und Religion spielt ja ebenso eine große Rolle für Politik, weil nur durch die Religion und das mit ihr mitschwingende Selbstbewusstsein oder halt diese natürliche Wirklichkeit werden halt Betrachtungsweisen geschaffen, um die Menschen zur Vernunft zu leiten, die sich dann halt auch in der Politik wiederfinden. Deswegen, Kirche und Staat war ja auch immer viel miteinander verbunden, weil wir uns halt irgendwie auch an die Bibel oft gehalten haben mit unserem Wertesystem. Es beruht ja sogar Gesetze darauf, frühere. Und was Hegel halt aber in dem Moment sagt, ist auch ein Punkt, ein Schritt, wo wir halt im Moment schon stehen. Wir stehen schon irgendwo vor drei oder an Dimension drei, weil wir uns halt jetzt nicht mal nach Religion richten, sondern halt nach Wertesystemen, die wir selber geschaffen haben, worauf halt unsere Politik auch beruht. Und meine These wäre jetzt, und da wollte ich jetzt eigentlich hinkommen, ist, dass ob es halt möglich wäre, dass wir halt eben dieses ganze System, also dieses Wertesystem sozusagen auf Philosophie begründen, wie halt auch Hegel schon angedeutet hat, ob das halt irgendwie möglich wäre. Weil dann würde sozusagen die Religion durch Philosophie ersetzt werden und wir könnten halt auf Grundlage von dieser halt Werte schaffen, Philosophie, wo sich alle dran halten, die jetzt unabhängig vom Glauben sind. Das würde nicht bedeuten, dass es keinen Glauben mehr gibt, den wird es weiterhin geben, aber der würde halt weniger werden. Wie zum Beispiel, es wirklich nur noch sehr, sehr wenig Völker auf der Erde gibt, die wirklich an mehrere Gottheiten glauben. Das ist halt auch irgendwie eine Rückentwicklung durch diese ständige Bewegung und Weiterentwicklung. Und hierzu ist, gibt es noch einen Textabschnitt, wartet, da geht ihr noch einmal auf Seite 140. Traut sich jemand von euch, das zu lesen oder eher nicht? Um welchen Teil geht es denn? Obwohl nun Hegel damals, wie aus den... Okay, kann ich machen, ja? Okay, dann go.
Obwohl nun Hegel damals, wie aus den vorstehenden Mitteilungen zur Genüge hervorgeht, den Protestantismus für eine ebenso endliche Form des Christentums hielt als den Katholizismus, so ging er deswegen noch nicht wie viele seiner Zeitgenossen zum Katholizismus über, sondern glaubte, dass aus dem Christentum durch die Vermittlung der Philosophie eine dritte Form der Religion sich hervorbilden werde. Weiter? Ja. Er sagte in dieser Hinsicht, weil jene Schönheit und Heiligung hinunter ist, so kann sie weder zurückkehren noch betrauert, sondern nur die Notwendigkeit ihres Vergehens erkannt, so wie das Höhere geahnt werden, dem sie den Weg zu bereiten hat und das an ihre Stelle treten muss. Es kann nämlich nach dem bisherigen scheinen, dass die Rekonstruktion innerhalb der Sphäre des Gegensatzes geschieht, von welchem der Schmerz ausgeht und die ganz bisherige religiöse Form erst in der Potenz des relativen Gegensatzes steht. Denn die Natur ist geheiligt, aber nicht durch einen eigenen Geist. Sie ist versöhnt, aber sie bleibt für sich ein Unheiliges wie zuvor. Weiter? Ja, du kannst doch zwei Sätze lesen, reicht das? Okay. Die Weihe kommt ihr von einem Äußeren. Die ganze geistige Sphäre ist nicht aus eigenem Grund und Boden emporgestiegen. Der unendliche Schmerz ist in der Heiligung permanent und die Versöhnung selbst ein Seufzer nach dem Himmel. Genau. Und das ist ja halt eben auch das, wovon ich halt gesprochen habe. Es ist halt diese Sehnsucht des Menschen da eigentlich wieder zu der ersten, danke übrigens nochmal fürs Lesen, zur ersten Stufe wieder zurückzukommen, eben diesen Frieden wieder zu finden und diese Versöhnung auf der Erde, die halt mal da war, durch eben die da währenden Götter auf der Erde. Und Hegel ist halt der Meinung, das ist halt möglich durch die Philosophie. Und was halt total wichtig ist, finde ich, dabei ist, es geht gar nicht immer darum, ob es die ganzen Gottheiten gab oder was jetzt wirklich wahr ist, sondern worauf es halt ankommt, ist halt dieser Rahmen, der geschaffen wird. Und zwar brauchen wir Menschen halt diesen Rahmen. Ihr könnt den Rahmen halt auch eben mit Werten vergleichen, also das Wort durch Werte ersetzen, die wir brauchen halt, um den Inhalt halt selber zu gestalten, um halt eben ein eben dieses vernunftgeleitete Leben zu führen, was halt eben sowohl für uns im Individuum als auch im Kollektiv sozusagen das Beste sozusagen rausholt. Und wir hatten halt einen Rahmen, der uns halt diese Versöhnung sozusagen gegeben hat, den haben wir aber verloren. Wir haben ihn versucht wieder zu erlangen durch den Monotheismus, durch das Christentum, durch Jesus Christus, der sozusagen auf die Erde kam und uns irgendwie das Göttliche wieder bringen sollte, uns das klar machen sollte, das Umdenken. Haben wir aber nicht geschafft. Und jetzt ist halt die Philosophie eben an dieser Stelle und gibt uns den neuen Rahmen. Und was wir halt, und den Inhalt sozusagen, können wir dann ja auch selber gestalten mit diesen Werten und mit dem System. Und genau, und das Sinn ist es halt, diesen Schmerz zu überwinden, um halt zu dieser Versöhnung und zum absoluten Wissen zu gelangen. Genau. Habt ihr kurz Fragen irgendwie an dieser Stelle oder irgendwelche Gedanken, die ihr mit einbringen wollt? Was haltet ihr zum Beispiel von meiner Idee jetzt, dass ich behaupte, dass das Ganze nur einen Rahmen gibt, aber der Inhalt jetzt gar nicht das Springende ist, zum Beispiel, dass es jetzt gar nicht darauf ankommt, ob es jetzt Gott wirklich gibt oder nicht? Also, ich finde es interessant. Also der Punkt ist ja, also der springende Punkt für Religionen an sich für Religionen an sich ist ja eigentlich, dass Gott existiert. Und das ist ja eigentlich eine uralte Frage, existiert Gott oder nicht. Deswegen finde ich es ganz angenehm, sage ich mal, sich komplett von dieser Diskussion zu lösen, weil es dann mehr Freiheit und Offenheit für andere wichtigere Fragen gibt. Also einfach zu sagen, es ist egal, ob Gott existiert oder nicht, wir befassen uns jetzt damit, was wir vor uns haben.
Weil das ist, ich finde auch Gottes Existenz oder Nicht-Existenz ist für uns nichts zu beweisen. Deswegen erübrigt sich die Frage eigentlich. Wenn wir es nicht wissen können, wieso sollen wir danach fragen? Ja. Möchte noch jemand sich dazu äußern? Okay. Genau. Dann bitte ich euch einfach noch einmal kurz weiterzugehen auf Seite 144. Moment, ich muss was sagen, Marin, weil ich erstmal möchte ich bei mir bedanken, weil das war sehr, sehr schön, was du alles gemacht hast. Aber ich frage, ob es noch Zeit, weil wir machen noch mal bis 13.45 Uhr. Bis wann geht denn die Stunde denn? Ja, vielleicht jetzt wäre, aber frage ich, wenn machen wir weiter? Okay. Hm? Ich kann leider nicht. Also, dann eben. Was wolltest du noch lesen, Marlin? Worüber wolltest du was lesen? Ich wollte eigentlich nur noch einen Satz auf der nächsten Seite. Dann lese diesen Satz. Schaffen wir noch einen Satz. Einen einzelnen Satz. Ja, lese. Und zwar geht es wirklich nur um die Stelle auf Seite 144, wo er sagt, mit sich einer neuen Religion herzustellen wagen. Es geht mir einfach nur noch darum, um nochmal zu zeigen, er spricht auch wirklich von einer neuen Religion, eben von der Philosophie als Religion, die das Ganze ersetzt. Ich wollte das nur noch einmal betonen. Ja, ist richtig. Ja. Diesen Satz ist wichtig. Weil wollte kurz was dazu sagen. Also das Hegel ist dass die Philosophie fast übernimmt die Funktion, die in der Vergangenheit die Religion gehabt hat. Weil die Religion ist die Stütze des Staates gewesen, ne? Der ganze Sichtlichkeit, die ganze Ethik. In vielen Ländern ist noch heute so, in vielen Ländern. Wenn wir denken, islamische Länder, aber auch andere Länder wie Indien, ist die Religion ganz wichtig, ne? Für die Organisation des Lebens der Menschen. Und im Westen ist das nicht mehr der Fall, aber Hegel sagt, die Philosophie soll diese Aufgabe, also es kann nicht sein, dass wir ohne ein Wertesystem bleiben. Dieses Wertesystem soll die Philosophie übernehmen. Das ist eben, was er sagt. Und das ist eben eine Manuskript von Hegel, das wird in etwa Mitte seines Lebens, 35 Jahre alt war, in etwa, bevor er. Die Idee, wie Marlin richtig dargestellt hat, ist praktisch, so wie wir heute gesagt haben, dass alles sich logisch entwickelt im Leben, auch die Religion hat eine logische, nach Hegel drei Stufen. Also das heißt erstmal die Einheit zwischen Mensch und Natur, dann die Spaltung mit dem Monotheismus und dann die neue Einheit. Das wäre diese Zeit, in der wir leben. Wir sollen diese neue Einheit zwischen Mensch und Natur. Und das wäre fast eine Religion, also wie eine Religion, nur eine philosophische Religion. Das wäre richtig, Marlin, so liest du auch Hegel, mit diesem Rahmen, diesem Wertesystem. Genau. So, das fände ich also völlig sehr schön, was du gemacht hast, Marlin, weil letztes Mal hatten wir auch etwas über die Religion von Elena. Jetzt haben wir weiter über Philosophie und Religion. Und das nächste Mal werden wir weiter in diesem Sinn, also etwas über Monismus vielleicht hören. Erstmal möchte ich, wie klatscht man hier? So, bei Marlin können wir, das gibt so, mal gucken, ob es passt bei mir, aber irgendwie bei mir, vielleicht weil ich der Rost bin, dann mag ich so, mag ich, weil vielleicht ich der Rost bin und deswegen, bei mir geht es nicht. Vielen Dank, Marlin. Also, ist unter anderem ein sehr schwieriger Text, weil es ist ein Text, der nicht veröffentlicht wurde. Deswegen ist es so schwierig zu lesen. Ein Text, den Hegel wirklich geschrieben hat, sind seine Gedanken gekommen, hat er niedergeschrieben. Wirklich kreative, in einem kreativen Moment hat er diese Gedanken geschrieben, sind nicht so vorbereitet für die Veröffentlichung. Deswegen sind besonders schwierig. Aber wichtig, weil eben danach gab es die von Marx zum Beispiel wurde Hegel kritisiert. Der ganze Kommunismus ist entstanden aus dieser Hegels Kritik. Weil er hat gesagt, weil später hat Hegel in den späten Jahren musste Hegel irgendwie
sich abfinden mit der Theologie, mit dem Protestantismus, weil er war Rektor von der Universität Berlin, da war ein theologischer Staat, preußischer Staat, da hat Theologie, hat gesagt, Philosophie und Religion leben zusammen, die Philosophie und die christliche Religion. In diese frühen Schriften dagegen hat er diese andere Auffassung, dass die Religion übernimmt die Aufgabe, dass die Philosophie übernimmt die Aufgabe der Religion. Wer weiß, wie heute kaum Polytheismus noch mehr auf der Erde gibt, vielleicht wird in 1000 Jahren kaum Monotheismus mehr auf der Erde geben, kaum Islam kann geben. Das ist, so ist dieser Zeit. Das heißt, dass vielleicht wird wirklich so sein, dass in 500 Jahren, 1000 Jahren die Menschen auf der Welt philosophisch denken werden, diese Versöhnung über die Vernunft, und dass wir nicht so viele Probleme, weil es gibt heute Probleme auch zwischen den Kulturen, zwischen verschiedenen monotheistischen Kulturen, oder Atheismus und Islam zum Beispiel. Das ist ein großes Problem. Gut, das ist eben, um zu überleben und weiterzuführen, das ist eine neue eine Idee von Hegel, die noch nicht richtig verstanden, ob es wirklich eine verschiedene Stufe in der Religion, in der Geschichte der Religion gibt. Und eine dieser Stufen, die letzte, ist die Philosophie. Die letzte Philosophie als letzte Stufe der Entwicklung der Religion. Das wäre die Idee. Die wir werden sehen, wie Malin dann weiterschreiben wird in ihrer Bachelorarbeit, die auch große Folgen auf die Politik hat dann, auf die Politik, nicht auf die Umwelt und auf die Wirtschaft auch, auf all diese Bereiche. Gut, wir haben also heute viel gemacht. Vielen Dank nochmal, Malin, für deinen Beitrag. Hat wirklich uns weitergeführt und dass du dann den Kampf mit der Technik gewonnen. Das ist wichtig auch. Vielen Dank. Also, jetzt, was ich euch sagen wollte, da werde ich aber eine Mitteilung schreiben. Wir sehen uns aber nächste Woche, nicht in 2 Wochen. Sonst schaffen wir nicht. Wir müssen etwas beschleunigen. Okay? Ich habe letztes Mal gefragt, oh, ich brauche jetzt das alles nicht. Moment, ich stoppe erstmal die Aufzeichnung.